EA Productions. EA Productions liest aus dem dritten Bändchen des Gespensterbuchs, herausgegeben von Johann August Apel und Friedrich August Schulze im Jahre 1811, die Vorbedeutungen. Im ersten Hotel der Residenz fiel bald die Aufmerksamkeit der Gäste sowohl als des Wirtes auf einen gewissen Herrn von Eibengrün. So nannte sich wenigstens der junge Mann von etwa 26 Jahren, der vor einigen Wochen, mit allen Reisebequemlichkeiten versehen, angekommen war, seitdem die ganze Tageszeit gewöhnlich in der waldigen Gegend zubrachte und aller Ansprache möglichst auswich. Auch seinen Leuten ließ sich keine Auskunft über ihn abgewinnen. In einem benachbarten Lande, an einem Tage von ihm gemietet, waren sie gleichfalls ohne alle Nachricht über Heimat und Herkunft ihres neuen Herrn. Die Neugier stieg, als einmal des Morgens ein junger Mann vor das Hotel fuhr und in gebrochenem Deutsch hastig nach dem Herrn von Eibengrün fragte. Der Wirt ward dem sichtbar höchst zornigen nachgeschlichen und hörte bald vor Eibengrüns Zimmer ein Gepolter von italienischen Worten, das ihm auf einen gefährlichen Ausgang zu deuten schien. Darauf eilte der Fremde zurück in seinen Wagen. Eibengrüns Bedienter wurde gerufen und kam mit ein paar Pistolen kopfschüttelnd wieder heraus, um sie zu laden. Eine Stunde später fuhr auch Eibengrün ab, denselben Weg als der Fremde. Die Pistolen wurden mitgenommen, der Bediente zurückgewiesen. »Mein Herr, mein guter Herr ist verloren«, rief dieser und ward so ängstlich, dass es ihm nur noch kurze Zeit im Hause litt. Er nahm ein Pferd und jagte davon. Unfehlbar sollte ein Zweikampf stattfinden, das glaubte man im Hotel allgemein. Man hatte sich nicht geirrt. Nachmittags kehrten die beiden Gegner in einem Wagen zurück, Herr von Eibengrün aufs Gefährlichste in den Unterleib geschossen. Übrigens war sein Gegner in dem Grade sein Freund geworden, dass er durchaus nicht von ihm weichen wollte. Die Ärzte stellten dem Verwegenen vor, wie misslich der sehr wahrscheinliche Todesfall für ihn werden könne. Der Kranke selbst beschwor ihn, auf schleunige Rettung bedacht zu sein. Alles tauben Ohren gepredigt. Die Neugier des Hauses wuchs immer größer und verbreitete sich endlich in der ganzen Stadt. Der Fürst selber erfuhr davon, wollte aber, aus Mitleid, den Täter wenigstens so lange in freiem Zustande lassen, bis der Verwundete wirklich seinen Geist aufgegeben. Wer hätte auch nicht Teilnahme mit dem Kranken, sowohl als mit dem Bitterbereuenden bezeigen wollen, der mehr als Ärzte und Wärter tat, um den soeben noch grimmig gehassten Mann die letzten Stunden zu erleichtern und zu versüßen. Es findet sich oft, dass ein Zweikampf das gute Vernehmen der Kämpfer wiederherstellt. Aber auf den Grad des Hasses wie hier, eine bis zur Aufopferung gehende Liebe folgen zu sehen, das war allen eine so befremdliche als erhebende Erscheinung. Wieder jedermanns Erwarten überlebte der Kranke eine äußerst schmerzhafte Operation, und bald wiesen die Ärzte auf ihn als einen besonderen Beweis ihrer Kunst hin, denn seine gute Natur hatte ihn wirklich wunderbar gerettet. Jetzt schied endlich sein vormaliger Gegner. Der Gastwirt konnte nicht müde werden, die Herzlichkeit bei ihrer Trennung zu beschreiben. Mit dem Winter, der ziemlich früh eintrat, schien in den Genesenen das Bedürfnis eines geselligeren Lebens zu entstehen. Überall bot man dem wohlgebildeten, interessanten Manne die Hand. Doch lag es außer seinem Plane, sich in allen guten Zirkeln der Residenz herumzutreiben. Ein einziges Haus, dessen Gesellschaft fast tagtäglich dieselbe blieb, wurde sein eigentlicher Zufluchtsort. Da hier eine schöne Tochter aufblühte, so gab es bald Vermutungen von Absichten. Er dachte nicht an die schöne Blanka. Übrigens schien ihm in diesem Hause eine Person, eine junge Verwandte, vorzüglich anzuziehen. Wenn sie nicht da war, hatte er meistenteils Langeweile. Gleichwohl begriff man auch nicht, was er an ihr gerade finden konnte, da sie weder hübsch noch besonders geistreich war und zumal mit Männern gar kein Gespräch bei Seele und Leben zu erhalten wußte, ein Fehler, der von versäumter Erziehung in ihren früheren Jahren herrührte und den die nachherigen günstigeren Verhältnisse nicht hatten verbessern können. Ihre Stimme war nicht ganz unrecht.
Aber sie hatte schon einen Bräutigam, der regelmäßig alle Tage das Haus besuchte und manchmal über den Herrn von Eibengrün lächelte, wenn dieser Sophien nachging, sich neben sie setzte und doch größtenteils von einer unbequemen Stummheit gefesselt wurde. Der seltsame Gast hatte über seine eigene Geschichte bisher geschwiegen und man ließ ihn gewähren, weil ihm jede Erinnerung an die Vergangenheit Kummer zu machen schien. Er bemerkte jetzt eine traurige Spaltung in der Familie. Ein ausländischer Offizier war Veranlassung, der eine Zeit lang sein Quartier im Hause gehabt und das Herz der schönen Tochter gewonnen hatte. Der Vater war dagegen. Die Mutter schwankte zwischen beiden Parteien und schien von beiden ungerechte Klagen und Vorwürfe anhören zu müssen. Sophie war entschieden auf der Seite des Ausländers. Die innere Gärung, welche daraus entstand, kam dem Herrn von Eibengrün sehr ungelegen. Am meisten fürchtete er das Zutrauen der Parteien in dieser ziemlich offen daliegenden Sache, weil er wohl wusste, wie schwer selbst der beste und einleuchtendste Rat bei solchen Gelegenheiten Zugang findet. Der Abmarsch des Offiziers, der jetzt erfolgte, stiftete indessen wieder einigen Verein. Mitleid und Hoffnung neigten den Vater zu der Tochter herüber, welche dessen besondere Zärtlichkeit für eine Aufforderung zum Verdoppeln der ihrigen annahm. Allein das Missverständnis kam bald an den Tag. Die Hoffnung des Vaters auf blankes Vergessen des Abwesenden scheiterte, und der allgemeine Missklang im Hause wurde immer vernehmbarer und unbehaglicher. Endlich fiel Sophie auf die Idee, Eibengrün zum Mittler zu machen und all ihren Einfluss anzuwenden, um ihn zu einem Sturm auf das Herz des Vaters zu vermögen. Sie war wirklich so voll von dieser Sache und deren Gerechtigkeit, dass die Worte sich diesmal in ungewöhnliche Menge einfanden. Allein, ob sie schon nicht aufhörte, von Grausamkeit und einem ganz unväterlichen Herzen zu sprechen, ob sie schon ihre Überzeugung bekannte, dass nur ein ganz fühlloses Gemüt von dem schreienden Unrecht, das der armen Liebenden widerfahre, nicht empört und zur Hilfe aufgefordert werden könnte, so zuckte Eibengrün doch die Achseln und erwiderte die finstere Miene, die sich ihm hierauf zeigte, durch die wenigstens ebenso finsteren Worte: »Ich will und werde mich nie für eine so leichtsinnig beschlossene Verbindung verwenden. Vielmehr würde ich, wenn ich Partie nehmen müsste, gewiss auf die Seite des verständigen Vaters treten.« Sie hatte in ihrer Leidenschaftlichkeit ganz überhört, dass der Vater unterdessen wirklich herbeigekommen und dem Inhalte des hitzigen Gespräches zu gefallen ganz still in der Türe stehen geblieben war. »Das heißt, wie ein edler Mann sprechen«, sagte er, Eibengrün umarmend, der über den Zeugen nicht viel weniger erschrak als Sophie, welche sich sogleich entfernte. So groß war die Verstimmung noch nicht gewesen als diesen Abend. Sophie und Blanka vermieden Eibengrün, und dieser wich dem Vater aus, um nicht ohne Furcht tiefer in die Sache verwickelt zu werden. Nach einigen Tagen, als sich die Aufwallung der jüngeren Partei ein wenig gelagert hatte, aber doch noch selten ein zusammenhängendes Gespräch stattfinden wollte, da sagte die Dame vom Hause: »Lieber Eibengrün, Sie haben uns nun schon so lange Ihre Geschichte versprochen, ja uns durch einzelne Andeutungen auf deren Sonderbarkeiten nur noch wissbegieriger gemacht. Warum länger mit der Erfüllung dieser Zusage zögern? Wir dürfen, glaube ich, zwiefachen Anspruch darauf machen, dass Sie nach und nach im Besitz der meisten neuerlich wahrlich nicht trostreichen Heimlichkeiten unseres Familienlebens gekommen sind.« »Sehr wahr«, antwortete Eibengrün. »Ich trete auch gerade jetzt umso lieber damit hervor, da meine Begebenheiten die anscheinende Härte erklären und entschuldigen können, mit der ich mich, wie Sie unfehlbar durch Ihren Gemahl wissen, in einer wichtigen Sache gegen Sophien geäußert habe.« Die Dame konnte einen schweren Seufzer nicht unterdrücken. Sie schien ihn mit einem Kommentare begleiten zu wollen, als Blankas Eintritt die Veränderung des Gespräches erheischte. »Endlich«, fing die Wirtin an, da der Kreis beisammen war, »endlich sollen wir unseres Freundes Schicksal an ihrem Zusammenhang erfahren.« Die wenige Empfänglichkeit für dergleichen, welche Eibengrün aus den Gesichtern der jüngeren Partei bemerkte, machte ihm wenig Lust dazu. Allein die Dame sowohl als der Herr vom Hause ließen nicht nach, und der Gast fing also an. Das Reisen hatte mich eine Zeit lang überaus glücklich gemacht. Jugend und Wohlhabenheit bahnten mir selbst die bedenklichsten Wege. Heute taumelte ich munter durch die glänzenden Reihen seiner Gesellschaft. Morgen saß ich nicht minder froh neben einem einfachen Hirtenstamm auf der Alpe,
die alle seine Kenntnisse, Erfahrungen und Wünsche beschränkte. Manche weitberühmte Merkwürdigkeit blieb ungesehen. Ich hüpfte gern regellos in der Welt umher, nicht gerade mit dem Vorsatze, dem unmittelbaren Nutzen des Reisens aus dem Wege zu gehen, aber auch nicht mit dem Willen, ihn mühsam und ängstlich aufzusuchen. Mein Vater nannte mich darum in manchen Briefen seinen Überall und Nirgends, war aber nicht unzufrieden mit diesem Herumschweifen. Vielleicht trugen sogar seine früheren Äußerungen dazu bei, mich zu dieser Art des Reisens zu bestimmen. Die sogenannten Denkwürdigkeiten der Orte, meinte er, wären größtenteils der Aufmerksamkeit kaum wert, desto nützlicher aber das Leben in seiner tausendfachen Gestaltung aufzusuchen und durch das mannigfaltige unvermerkt zu seinem einen und notwendigen zurückgeführt zu werden. Fest an Fuß als zuvor fing ich an, in Italien zu fassen. Die ewig bleibende Größe dieses heiligen Landes schien auch mich zum Bleiben aufzufordern. Jetzt fingen die Briefe meines Vaters an, einige Unzufriedenheit zu äußern. Ich war eben viel zu lange in Florenz und Neapel gewesen, und als ich nun gar nach Rom zum zweiten Male ging und mich hier gleichsam häuslich niederließ, da legte er mir die bedenkliche Frage vor, wer denn, wenn ich immer dort bleiben wollte, seine weitläufigen Besitzungen nach seinem Tode verwalten würde, und ob ich nicht dächte, dass eine Abwesenheit zu dieser Zeit und die Unbekanntschaft mit seinen Gütern mir einen unendlichen Verlust zuziehen müsse. Ein neuer Brief, der, als jene Äußerungen keinen großen Eindruck gemacht hatten, an mich erging, traf mein Herz umso gewaltiger. Er sprach die heftigste Sehnsucht meines Vaters aus, mich im Vaterland an der Seite einer Gattin glücklich zu sehen. Es musste nun ein Entschluss gefasst, die willkommene Gegenwart musste aufgegeben werden. Sie war mir indessen so freundlich gewesen, dass ich, um wenigstens alle künftigen Augenblicke mich in ihrer Erinnerung berauschen zu können, auf die Idee geriet, wenn nicht eine schöne Römerin selbst, doch eine Zeugin und Teilnehmerin an meinem hiesigen Wohlsein als Gattin mit in mein Vaterland zu nehmen. Die Wahl bedurfte keines langen Nachsinnens. Die liebenswürdige Familie eines deutschen Grafen war der Kreis, der seit meiner Ankunft in Rom fast mein ganzes Leben umgrenzte. Ich brachte Monate auf ihrem Landhause zu. Ich zeichnete mit den beiden Töchtern. Ich begleitete ihren Gesang bald mit der Gitarre, bald mit dem Pianoforte. Wir gaben in Gemeinschaft mit jungen Bewohnern benachbarter Villen kleine Schauspiele auf einem eigens dazu im Walde angelegten, wunderherrlichen Platze. Wir veranstalteten kleine Bälle, die nicht eben dem Glanze, aber doch der anständigen Fröhlichkeit in ihrem ganzen Umfange gewidmet waren. Was Kunst und Natur in und um Rom besaß, alles dies hatte ich mit dieser Familie genossen. Die jüngere Tochter, Julie, sollte meine Gemahlin werden. Immer hatte ich mich näher an das stille gelassene Herz dieser blonden, etwas kränkelnden Schönheit als an den kräftigen, fast gigantischen Wuchs der lebhaften Amy hingezogen gefühlt. Julie schien auch mich vor anderen jungen Männern auszuzeichnen. Die Augen der Eltern ruhten ebenfalls wohlgefällig auf unserer wechselseitigen Freundlichkeit, so dass von ihrer Seite kein Widerspruch zu besorgen war, wenn ich, der künftige Universalerbe eines reichen und angesehenen Mannes, mich um ihre Hand gehörig bewerben wollte. Schon war ich im Begriff, Julien meine Wünsche zu eröffnen, als eine unbekannte Gestalt mein Auge berührte und es Sache eine andere Wendung gab. Ich besuchte einst mit Julie und Amy die Peterskirche. Andächtig hörten wir der Begeisterung eines deutschen Architekten zu, der uns begleitet. Wir teilen sein Entzücken über die Offenbarungen, deren der Himmel und die Kunst den Erbauer dieses Tempels gewürdigt haben. Da tritt aus einem benachbarten Beichtstuhl ein hohes weibliches Wesen, schreitet wie die Königin des Himmels an uns vorüber und lässt sich neben einer anderen, nicht mehr ganz jugendlichen, aber sehr reizenden Dame auf die Knie nieder. Nach dem Rosenkranze, der sich durch kostbare Steine besonders auszeichnete, mussten die Damen von bedeutender Herkunft sein, eine Vermutung, welche durch ihr würdevolles Benehmen ein noch stärkeres Gewicht erhielt. Ob mein Auge erst der Wegweiser von Juliens Blicken geworden war, muß dahingestellt bleiben, doch entging es mir nicht, dass sie meine Aufmerksamkeit auf die Unbekannte teilte. Auch schien Julie die Erschütterung zu bemerken, die der Moment in mir hervorbrachte, wie die Betende den Schleier zurückwarf, der bis dahin die schönen Züge verborgen hatte. Nie hatte ich ein Gesicht von dieser Würde gesehen. Das mußte auf dem meinen zu lesen sein.
Der Kummer der erst aufgeblühten Dame beängstigte mich, von dem ein paar große Tränen und die schweren Atemzüge zeugten, unter denen der herrliche Busen auf- und niederflog. Auch ich wurde von ihr bemerkt, und kein Mahnen meiner Begleiter war vermögend, mich von dem Platze zu rücken. Eine Säule, zu ihrem Ruhme aufgerichtet, stand ich da, denn meine Augen hatten nicht einmal die Macht, sich in den Schranken der Mäßigung zu erhalten. Der ernste Blick der älteren Dame, der Mutter, wie es schien, sah wie ein Verweis aus. Aber was kümmerten mich die Verweise der ganzen Welt, wenn die Gestalt, der ich huldigte, meine Opfer gnädig aufnahm, wie meine Wünsche mich wirklich überredeten? Endlich veränderte sich die Szene. Die seidenen Mäntel der Damen rauschten vorüber. Ein leidender Blick der Jüngeren brachte mich so außer Fassung, dass ich allen Anstand aus den Augen setzend die Hand der mir völlig Fremden zu ergreifen suchte. Erschrocken entfernte sie sich und verlor darüber den Rosenkranz. Ihre Begleiterin Unwille schien umso größer zu werden, da ich die Perlenschnur aufhob und mir dadurch einen dankbaren Blick von der Herrlichen verdiente. Unbekümmert mit meinen beiden Freundinnen ging ich hinter der Unbekannten her. Fruchtlos. Denn der Wagen, der sie draußen erwartete, rollte so schnell mit ihnen davon, dass mir keine Spur weiter von den Damen blieb. Seitdem wurde ich manchmal von Juliens Schwester mit diesem Vorfall aufgezogen. Julie schwieg darüber, woraus sie schließen konnte, dass sie weit weniger gleichgültig als jene dabei gewesen sein mochte. Indessen bewendete es bei der flüchtigen Erscheinung. Nirgends hatte ich die Fremde wieder entdecken können. Ich hielt es für lächerlich, einem Bilde nachzujagen, das sich gleichsam in Dunst und Nebel verlor, und dachte nach einer kurzen Unterbrechung wieder in ganzen Ernste an die Sehnsucht meines Vaters und an Juliens Hand. Nur mit dem Unterschiede, dass ich von dieser Erscheinung mich zuerst an die Geliebte selbst wenden wollte, nunmehr aber auf den Gedanken geriet, die Sache recht nach alter guter Methode zu betreiben und vor allen Dingen meinen Vater von dem Vorhaben und den Hoffnungen zu benachrichtigen, die ich allem Anscheine nach fassen konnte. Der wackere Alte war zu glücklich in dem Gedanken an meine Rückkehr, als dass er irgendeine Einwendung hätte machen sollen. Ich bekam den Brief, der seinen Segen erhielt, als ich eben meine Wohnung in der Stadt besuchte, wohin alles abgegeben wurde, was vom Auslande an mich einlief. Im Ganzen konnte mir die Sache nicht anders als willkommen sein. Aber jetzt beunruhigte mich zum ersten Male die Schwierigkeit, mit der Sprache gegen Julien herauszugehen. So entschieden auch mir ihre Vorliebe für mich erschienen hatte, so war doch hierin eine Täuschung möglich. Dergleichen Täuschungen kommen häufig im Leben vor, und die einmal aufgewachte Besorgnis fing an, mich immer mehr und mehr der Eigenliebe und eines viel zu festen Zutrauens auf meine Person und Verdienste zu beschuldigen. Wenigstens glaubte ich mich sicher setzen und auf eine Einleitung meiner Liebeserklärung sinnen zu müssen, von der ich allenfalls unkompromittiert in mein zeitheriges Verhältnis mit Julien zurücktreten konnte. Gedankenvoll war ich lange schon in der hellen Nacht herumgestrichen. Ein Eingang nach dem sogenannten farnesischen Gärten, der vermutlich aus Unachtsamkeit offen geblieben war, lockte mich. Das Mondlicht durchzitterte die weiche, herrliche Luft, und die grünenden Trümmer zweier verschiedenen Vorzeiten schienen ihre jetzige Schmach inniger als jemals zu beklagen. Ich schaute umher, und von den Gefühlen der Nichtigkeit des Lebens ganz übermannt, fand ich den schlauen Einfall, auf den ich ausging, des Suchens ganz unwürdig. Mochte doch Julie meinen Antrag aufnehmen, wie sie wollte. Ich war in diesem Momente geneigt, jeden Winkelzug zu vermeiden und trat rascher den Rückweg an. Da höre ich einen Pistolenschuss und zugleich den durchdringenden Schrei einer weiblichen Stimme. Unwillkürlich griff ich nach einem Messer, das ich immer heimlich bei mir trug, um auf meinen oft ganz einsamen Wanderungen im Notfalle mich verteidigen zu können. Dem Schalle nach war das Pistol dicht neben mir hinter einem kleinen Gebüsch abgebrannt worden, und ich beeilte mich, der Hilfsbedürftigen beizustehen. In demselben Augenblick schoss diese bei mir vorüber. Die schöne Andächtige in der Peterskirche war's. »Halt«, rief ich ihrem Verfolger zu und schlug ihm das zweite Pistol, das er nachfeuern wollte, aus der Hand. Er schäumte vor Wut und beschwor ein Stilett hervorreißend meinen Untergang. Der Mann war ein Riese gegen mich und an seine Entwaffnung nicht zu denken. Bloß auf meine Gewandtheit und mein Messer konnte ich vertrauen. Die Furien waren in mir. Ein Stich durch sein Herz verhinderte die Ausführung seines Vorhabens.
Ich hatte ihn so gut getroffen, dass ihm keine Regung übrig blieb. Sein feiner Anzug kündigte den vornehmen Mann an, und es war das Ratsamste, mich schleunigst aus der Gegend zu entfernen. Von der Dame, die mir allein über das mißliche Abenteuer Aufschluss geben konnte, war nichts weiter zu hören noch zu sehen. Ich war noch uneins mit mir, ob ich der Polizei Nachricht von dem Vorgang geben sollte. Der Zufall hatte mich in den Streit verwickelt und die Notwehr alleine eine so schauerliche Katastrophe herbeigeführt. Der Beweis meiner Unschuld war indessen so schwer, dass die Sache mich mit sehr nachteiligen Folgen bedrohte. Ich beschloss, des Grafen Rat darüber einzuholen und fürs Erste noch in Rom zu bleiben, weil nirgends ein Zeuge zu erblicken war und auf mich schwerlich der Verdacht des Mordes dieses mir ganz Unbekannten sogleich fallen konnte. So wenig sich auch mein Gewissen beschwert fühlte, so hatte doch der unerwartete blutige Auftritt mein ganzes Bewusstsein dergestalt umnebelt, dass in den ersten Momenten die Veranlassung zu der Verfolgung der Dame und die Dame selbst mein Nachdenken unbeschäftigt ließen. Erst als ich meiner ländlichen Behausung angelangt war und dem Grafen abwesend fand, erst da fing mich die rätselhafte, auf jeden Fall unglückliche Situation der schönen Dame zu beunruhigen, umso mehr zu beunruhigen an, weil sie allen Vermuten nach in sehr schlimmen Verhältnissen mit ihrem Verfolger gestanden haben muß und sein Tod sie daher leicht in gefährliche Hände mit der Justiz verwickeln konnte. Aus diesem Grunde entschloss ich mich nunmehr, die Tat anzuzeigen, als eine dicht verschleierte Alte mir gemeldet wurde. Eine seltsame Zeit zum Besuch, da nach deutscher Uhr die 11. Stunde eben vorüber war. Doch das Seltsame gehörte nun einmal in die heutige Nacht. »Ja«, fing die Alte an, »meine Gebieterin lässt sie beschwören, mir an den Ort ihres Aufenthaltes zu folgen. Zu ihrer näheren Bezeichnung und zur Beglaubigung meiner Rede soll ich Ihnen diesen Rosenkranz einhändigen.« Es war der nämliche, den ich einst jener Dame aufgehoben hatte. Ich warf meinen Mantel um und folgte der Alten, so viel ich auch Bedenken dagegen hätte haben können. In einiger Entfernung von dem Landhause sagte sie, jetzt haben Sie sich ganz meiner Führung zu überlassen. Dazu überreichte sie mir eine Maske, welche die Öffnung vor den Augen gänzlich mangelte. Auf meine Weigerung erfolgte ein Achselzucken, auch erbat sich die Alte den Rosenkranz zurück. Ich mußte mich schon zu der Beraubung meines Gesichtes auf diesem Wege verstehen. Dazu nahm mir die Verhüllte das Wort ab, die Maske nicht eher anzurühren, als bis sie mich selber dazu auffordern würde. Darauf gab sie mir ihren Arm zur Leitung. Ich suchte durch künstlich gestellte Fragen einige Auskunft über das Herkommen der Dame zu erlangen, aber da hatte ich mich gerade an die rechte Person gewandt. Ja, nein und vielleicht, weiter war wenig aus ihr zu bringen. Wir wanderten wohl schon eine Stunde, größtenteils über einsame Straßen und Plätze, als mich endlich die Ungeduld anwandelte. Meine Führerin tröstete indessen mit der Nähe des Ziels und wirklich schloss sie bald nachher eine Türe auf. Ich fragte, ob die Maske noch immer unentbehrlich sei. Mehr als jemals war ihre Antwort. Wie mich dünkte, ging es über eine enge, schmale Treppe hinauf. Jetzt zum ersten Male seit der Verlaufung richtete meine Führerin ein paar Worte an mich, die ich ihr nicht durch Fragen abgedrungen hatte. »Leise«, sagte sie, »ganz leise. Jeder Laut von uns auf diesem Wege könnte zu etwas Grässlichem führen.« Mit unbefangenerem Gemüt würde ich vielleicht empfänglicher für ihre furchterweckenden Reden gewesen sein. Doch das Opfer, das ich vor kurzem erst dem Tode gebracht, hatte mich dermaßen mit diesem Erbfeinde des Lebens befreundet, das in seinem öden Reiche schon ziemlich einheimisch war. Daher ging alles, was mir nochmals noch in Erinnerung ein geheimes Grauen erregte, wie ein gleichgültiger Ton durch meine Ohren. Nur das verdroß mich, dass meine Neugier so lange auf der Folter liegen mußte. Die Gemächer, durch welche ich jetzt geführt wurde, schienen zwar dem Schalle der Tritte nach sehr hoch und weit, mit einem Worte nach vornehmer Art eingerichtet. Allein der starke Luftzug, der hindurchstrich und mit Schadhaftigkeiten in der Decke zu korrespondieren schien, ließ auf schlecht verwahrte Fenster und ein verfallenes Gebäude überhaupt schließen. Auch wurde mein Fuß einige Mal, wie mir deuchte, durch Grasbüschel aufgehalten. So hoch ich erst eine Treppe hinaufgestiegen war, so tief führte mich jetzt eine hinab, welche den hässlichsten Moderduft aushauchte. Hierauf wieder eine Türe und nun endlich auch die Erlaubnis, die Maske abzunehmen.
Ich fand mich in einem ungeheuer großen Zimmer, das ein seltsames Gerät von einem Jahrhundert früher Zeugnis ablegte. Die Fenster mit Brettern versetzt. Eine Öffnung im Plafond, der einzige Zugang für die äußere Luft. Zwei Fackeln erhellten das Gemach, in dem die schöne Dame sich wie in einer unnatürlichen Verzauberung befand. »Ihr Hiersein«, sagte sie, als die Alte sich entfernt hatte, »beweist mir die Gerechtigkeit meines Vertrauens.« »Fast hätte ich«, erwiderte ich, »nicht ohne Empfindlichkeit aus der Art, wie ich hierher geführt worden bin, auf gänzlichen Mangel an diesem Vertrauen geschlossen.« »Vergeben Sie. Mein Geheimnis hätte ich Ihrem herzvollen Auge gern anvertraut, doch der Ort meines Aufenthaltes ist nicht das meinige allein. Entweder muss ich auf diese wie auf jede Zusammenkunft mit Ihnen Verzicht leisten oder das Geheimnis meiner treuesten Freundin dabei als ein heilig anvertrautes Gut sichern können.« Ich wusste bei dieser Rede kaum, wie mir geschah. Die Worte waren es nicht, die mich entzückten, aber das Gemüt, wenn ich so sagen will, das in ihnen lag, das von den anmutigsten Tönen, wie das Hochheilige von der Monstranz umgeben wurde. Ich hatte in meinem ganzen Leben noch nicht sprechen hören, so dünkte es mir in diesem Augenblicke. Auch wagte ich keine Erwiderung. Ich verlor mich die kurze Zeit, die mir dazu blieb, in den hohen Augen und der ganzen Kraft und Jugend strahlenden Gestalt, die hier, wie eine schöne Rose, aus altem Schutt und Ruinen prächtig hervortrat. »Zuerst«, fing sie nun an, »danke ich Ihnen für meine Rettung und dem Himmel für die Ihrige. Was aber ist aus unserem Gegner geworden?« »Ein Nichts, was allen ihren Gegnern zu gönnen wäre. Mein Messer hat den Frevel, sie zu verfolgen, mitten in seinem Herzen aufgesucht. Der wird kein Gewehr wieder nach ihnen ausstrecken.« »Gott im Himmel«, rief die Dame außer sich und bedeckte verzweiflungsvoll ihr Gesicht mit den Händen. Nichts glich meinem Befremden. Das Bedauern eines Missetäters wäre durch die milde Natur der Frauen erklärbar gewesen, aber das war ein weit tieferer Anteil. »Wer war Ihnen der Getötete?«, fragte ich. »Mein Bräutigam.« Das Wort durchschmetterte alle meine Gebeine. »Ihr Bräutigam? Aus der letzten Situation war dies Verhältnis nicht herauszufinden.« »Er war... Doch wozu Ihnen mein hartes Herz noch schwerer machen, das schon einen Totschlag zu tragen hat? Der böse Ausgang ahndete mir, daher ließ ich Sie zu mir bitten. Ihres eigenen Heils wegen. Weiß die Obrigkeit schon von der Tat?« »Noch nicht.« »Gott sei Dank. Dann suchen Sie alles, den Greuel zu verhehlen, denn selbst die Entschuldigung, eine auf den Tod Verfolgte zu retten, würde Sie nicht zu schützen vermögen. Bei allen Ihren Bekanntschaften nicht, sogar dann nicht, wenn ich mich selbst entschlösse, Ihr Vorgehen zu bezeugen. Die Obrigkeit könnte Sie freisprechen, aber niemand vor den gewiss überall auflauernden, deuchende Verwandten des Erblichenen in Schutz nehmen.« »Ich will Ihr Bestes«, fügte sie sanft hinzu. »Befolgen Sie darum meinen Rat. Jetzt verlassen Sie mich. Alle Zeit den dritten Tag, sobald es dunkel ist, wird die Alte bei der Villa, die Sie mitbewohnen, vorübergehen. Legt Ihnen daran, mich noch einmal zu sprechen, so gehen Sie ihr nach und befehlen über Sie. Immer werden Sie mir willkommen sein, wenn Sie sich wie heute der Führung meiner Dienerin blind überlassen. Leben Sie wohl.« Der letzte Wunsch war so seelenvoll ausgesprochen, dass ich kaum von der Stelle konnte. Allein mit einer an Zärtlichkeit grenzenden Wehmut öffnete sie die Tür und übergab mich der alten Leitung, welche ganz auf die vorige Weise erfolgte. Als mich die Führerin meinen Augen wieder überließ und von mir Abschied nahm, war ich in einem Gässchen unweit der Plaza de Popolo. Ein seltsameres Abenteuer als mein heutiges schien mir kaum ersinnlich. Ein Bräutigam, der seiner Braut nach dem Leben steht. Eine Braut, die über den Verlust eines solchen Bräutigams außer sich gerät und gleichwohl denjenigen, der sie von ihm befreite, sehr entschiedene Beweise ihres Wohlwollens gibt. Dies alles, verbunden mit der ungewöhnlichen, ja schauderhaften Wohnung, ließen auf das Zusammentreffen außerordentlich widriger Begebenheiten schließen. So wenig ich mir auch aber einen Begriff machen konnte, weder von den äußeren Beziehungen noch von dem, wie es schien, aus ganz widersprechenden Bestandteilen zusammengesetzten Charakter der Dame, so sehr war ich dennoch für sie eingenommen. Gestalt und Haltung, Sprache und Stimme, alles kündigte mir eine innere Größe an, welche die Verworrenheit der Gefühle und die äußeren Ereignisse noch einmal gänzlich zu lösen versprach.
In diesen Gedanken eilte ich der Villa zu, wo meine späte Ankunft an sich nicht auffallen konnte, da ich ohnehin wegen häufigen Herumschwärmens in schönen Nächten der Nachtwandler genannt zu werden pflegte. Nur dass der späte Besuch der Alten vorausgegangen war, hätte die Sache verdächtig machen können. Doch hatte mein Bedienter und niemand sonst diesen Besuch bemerkt, und auf seine Verschwiegenheit war immer zu bauen. Daher war auch am anderen Morgen gar nicht von meiner nächtlichen Abwesenheit die Rede. Desto mehr aber von meinem Spleen, wie man es dumpfe, düstere Hinbrüten nannte, welches mich für die Gesellschaft unerträglich machte. Als mein Bedienter beim Reinigen der Kleidung ihre Taschen auf meinem Zimmer ausleerte, da erst ward ich inne, dass der Rosenkranz, den ich von der Alten unterpfändlich erhalten hatte, noch in meinen Händen war. Um nicht missfällige Scherze zu veranlassen, legte ich ihn in mein Büro. Zu spät. Julie hatte sich schon am Nebengeländer vor meinem Fenster etwas zu tun gemacht, und die Andacht war ihr nicht entgangen, mit der ich, ehe ich den Rosenkranz beiseite legte, ihn betrachtete. Sie pochte ans Fenster und bat mich, ihr ebenfalls die schönen Perlenschnur zu zeigen. Sie schien den Rosenkranz wiederzuerkennen. Sprachlos gab sie ihn zurück. Auch bemerkte ich, dass sie in einiger Entfernung mit ihrem Taschentuche schnell über die Augen fuhr, auf denen ich einen gewiss nicht schmerzlosen Glanz hatte schwimmen sehen. Der Brief meines Vaters war über den so anziehenden als grausamen Vorfällen des gestrigen Abends vergessen. Die Villa mir zuwider. Ich gab Geschäfte für einige Tage vor und fuhr noch vor Tische in meine Wohnung auf dem Spanischen Platze. Aber die Stadt bereitete mir nur neue Sorgen und Unruhe. Der Körper des Getöteten, eines Grafen Pignola, war gefunden worden, und die Tat selbst das allgemeine Gespräch. Man glaubte, sie der Eifersucht zuschreiben zu müssen, weil der Verstorbene in seinen letzten Tagen sehr reich an Liebesintrigen gewesen sein sollte. Darum wurde er auch nicht sonderlich bedauert, und das war mir ein Trost. Jedoch hörte ich zugleich, welche hohen Preise seine angesehenen Verwandten auf den Kopf des Mörders gesetzt hatten. Man hatte bereits einigen Verdacht geäußert. Zum Glück aber blieb die Unschuld der Personen, auf die er fiel, nur wenige Stunden unentschieden. Übrigens glaubte man allgemein, dass ein Bandit die Mittelsperson gewesen sein müsse, weil der Dolchstoß, den der Zufall mitten durch die Wohnung des regendsten Lebens geführt hatte, von einer festen und erfahrenen Hand zu zeugen schien. Der Dolch selbst, welchen man noch neben ihm liegen gefunden, trug zwar die Aufschrift »Notwehr« auf einem grünen Griffe mit goldenen Buchstaben, aber das bewies freilich nichts gegen jenen sehr wahrscheinlichen Glauben. Ein Glück für mich war es, dass ich gewiss wusste, dieser so auffallende Dolch, den ich einmal in Lüttich gekauft und auf Reisen immer bei mir geführt hatte, sei, solange ich ihn besaß, noch von niemand gesehen worden. Ich besuchte, wie gewöhnlich, in den Tagen, die ich in der Stadt zubrachte, einen großen Teil meiner Bekannten, hauptsächlich unter den Künstlern, kehrte aber diesmal des überall herrschenden Gesprächs bald überdrüssig bei Zeiten in meine Wohnung zurück. Doch was ich auch zu meiner Beschäftigung vornahm, behagte mir nicht. Das Betrachten des Rosenkranzes der rätselhaften Dame gab mir noch die meiste Unterhaltung. Der Abend verdoppelte meinen Unmut. Ich warf mich ins Fenster. Die Nacht begann köstlich wie die gestrige, aber so lieblich die Luft auch wehte, so war sie doch nicht vermögend, die gewaltige Gärung in meiner Seele zu stillen oder auch nur zu mäßigen. In zwei ungeheuren Nebelgestalten stießen Furcht und Hoffnung aneinander ohne Aufhören an. Ein unermeßlicher Abgrund vor meinen Füßen, ein unergründlicher Himmel darauf. Ohne Flügel, die mich zu diesen hinauftragen konnten, musste ich wahrscheinlich eine Beute des Abgrundes werden. Die fröhlichen Gruppen des bunt belebten Platzes hatten durchaus keine Berührung mit mir. Desto tiefer und schauerlicher griff ein anderes Nachtgemälde, das sich jetzt langsam um die Ecke herum bewegte, in mein zitterndes Leben ein. Ein Leichenzug. Viele Fackeln, die ihn begleiteten, kündigten die Wohlhabenheit des Verstorbenen an. Da solche Züge sonst in Rom keiner großen Aufmerksamkeit gewürdigt werden, so erregte schon die ungewöhnliche Volksmenge eine bittere Ahndung. »Na, bringen Sie den gestern Ermordeten«, sagte mein Bedienter, in diesem Augenblicke eilig hereintretend. »Der Mörder«, setzte er hinzu, »wenn er den betrübten Zug mit ansehe, müsste wohl von seiner Reue allein zu den Bekenntnissen angetrieben werden.« »Kerl«,
rief ich aus, und mein Auge traf so schrecklich, dass er bat, ich möchte doch ihn um Gottes Willen nicht in dem abscheulichen Verdacht haben. »Wer weiß«, sagte ich einlenkend, doch mit baldiger Hinzufügung des Trostes, dass ich ihn nur auf die Probe gestellt hätte. Indessen war der Zug bis unter meine Fenster gekommen. Die rot aufflodernden Fackeln schienen mich mit Blut besprengen zu wollen. Der schwarze Rauch um sie her nahm die Gestalt von Furien an, die der Tote, der nach Landessitte unverhüllt getragen wurde, in so leisen als grässlichen Tönen zu meiner Qual aufzufordern schien. Dazu der leichten farbige Mond nicht nur über mir, sondern auch unten auf dem Platze in dem Brunnen, die Barcaccia genannt, gleich als hätte sich der furchtbare Zeuge meiner blutigen Tat nur verdoppelt, um meinem Auge weder im Himmel noch auf der Erde einen Ruhepunkt zu vergönnen. »Du hast recht, mein ehrlicher Franz«, rief ich, »ein Schauspiel wie dieses kann der Mörder unmöglich aushalten.« Ich war auch in diesem Augenblicke fest entschlossen, den gestrigen Vorfall zu Papiere zu bringen und von richterlicher Entscheidung den Ausspruch meiner Schuld oder meiner Unschuld zu erwarten. Je tiefer aber das furchtbare, lebendige Gemälde in dem Hintergrund wich, desto lebhafter trat auch wieder mein Bewusstsein hervor, dass bloß Notwehr mich zu dem Schritte vermocht und der Zufall, nicht ich, die Sache zu verantworten habe. Bei alledem hatte der Zug einen solchen Eindruck auf mich gemacht, dass ich nicht imstande war, die Nacht in meinem Quartier zuzubringen. Der Kutscher musste sogleich anspannen. Alles auf dem Landhause schien in tiefen Schlaf versunken. Nur Julie sah noch zum Fenster heraus und lief sogleich, um Leute zu wecken. »Ich merke wohl«, sagte sie zu mir auf der Flur ankommend, »ich merke, was sie so Hals über Kopf zu uns zurückbringt. Ihre Brieftasche ist oben liegen geblieben.« »Meine Brieftasche?« »Ja, sie hat aber in mir eine gutmütige Person gefunden, die von dem Wechseln darin keinen üblen Gebrauch machen wird. Denn«, setzte sie hocherrötend hinzu, »da sie erst gestern Briefe vom Haus erhalten haben, so sind vermutlich auch die Wechsel mit angekommen, welche sie schon vor einigen Wochen erwarteten. Ich muß sie nur sogleich außer Sorge setzen.« Mit diesen Worten eilte sie auf ihr Zimmer, um mir bald darauf die Brieftasche selbst zu übergeben. Das war ein trefflicher Streich. Mit ganz anderen Gedanken erfüllt hatte ich an diese Brieftasche nicht im Mindesten gedacht. Gleichwohl enthielt sie auch den Genehmigungsbrief von meinem Vater, den, allem Anscheine nach, Julie nun selbst gelesen hatte. Ganz unbezweifelt gelesen. Denn nur mit sichtbarer Gewalt unterdrückte sie am folgenden Tage einen Frohsinn, der ihr bei meinem Abgange nach der Stadt gänzlich gefehlt, und ein Zuvorkommen, das sie mir noch niemals in solchem Grade bewiesen hatte. Sie schien sogar Amy den Brief gezeigt zu haben. Denn diese, weniger auf ein Geheimnis haltend, was ja doch, wie sie glauben mochte, nächstens ans Licht kommen müsste, versuchte ein paarmal, mich mit meinem Tiefsinn aufzuziehen. Ja, sie erbot sich sogar, nur halb im Scherze, die Vertraute meiner heimlichen Unruhe zu werden und versprach ihr Möglichstes zu tun, sie zu mindern oder gänzlich zu heben. Sie können sich meine so unangenehme als verworrene Situation denken. Ich fand tausend Gründe in mir, um von dem Briefe, dessen Inhalt durch meine Nachlässigkeit so unverantwortlich preisgegeben war, wenigstens für den Augenblick den Gebrauch nicht zu machen, den man allaugenblicklich zu erwarten schien. Der Tiefsinn, der mir schon vorgeworfen war, artete allgemach in ein unleidliches Benehmen aus, weil ich auf andere Weise die guten, aber unwillkommenen Ratgeberinnen und Trösterinnen nicht ferne von mir zu halten vermochte. Ein Mensch wußte, wie er mit mir dran war und was so misanthropische, mir seither ganz fremd gewesene Launen hervorgebracht haben könne. Ich war in der Gegend umhergelaufen, um nur aller Anrede auszuweichen, und kam erst abends im Dunkeln zurück. Mein Franz sagte, dass nach mir gefragt worden wäre. »Von wem?« »Von der alten Teufelskanzlerin.« Ich betrachtete ihn wild und ungeduldig. »Nun, die vorgestern Nacht auch hier war. Ihr Schleier blieb heute an der Türe hängen, und da sah man wohl, wes Geistes Kind sie ist. Ums Himmels willen, lassen Sie sich mit der nicht ein, gnädiger Herr. Denn wenn das Tier mit den roten Augen in dem weißgesottenen Totenkampfe nicht so ein Biest ist, was wir in Deutschland eine Hexe nennen, so gibt es gar keine Hexen mehr. Und wer mit solchen Leuten zu tun hat, dem geht auch gar bald Mut und Blut und Leib und Seele verloren.« Zum ersten Male in zwei Tagen mußte ich jetzt herzlich auflachen. Allein, das nahm er vollends übel auf. Er und das ganze Haus merke schon, dass etwas Wichtiges mit mir müsse vorgegangen sein.
Er bitte mich daher, was er nur bitten könne, diese unfehlbare Ursache meines Misstrauens und meiner melancholischen Stimmung überhaupt, sobald sie wiederkäme, fortzuweisen. Er hatte kaum ausgeredet, als auch die Alte schon neben uns stand. »Ich wink dir nach meinen Zimmern.« Dieses brachte den Bedienten so außer Fassung, dass er, sich ganz vergessend, ihr den Schleier vom Gesichte zog und weinerlich sagte, »So sehen Sie doch nur, gnädiger Herr!« Ich bekenne, dass mich wirklich vor der Person ein Grauen überlief. In meinem ganzen Leben war mir nichts Abschreckenderes vorgekommen als dieses pergamentfarbige, fleischlose Gesicht und der schwarze Abgrund, aus dem ein paar kleine, rotgeschwollene Augen halb hervortraten, zumal wenn der aschgraue Mund ohne Zähne sich im Sprechen hin und her bewegte. Franz seufzte tief, als ich sie dennoch mit auf mein Zimmer nahm. »Meine Gebieterin«, sagte sie leise, »wünschte, dass Sie entweder durch mich den bewussten Rosenkranz überschicken oder ihn noch heute selbst überbringen, da sie schon in dieser Nacht Rom zu verlassen gedenkt.« Diese Nachricht und der gleichsam in Tränen eingeweihte widerwärtige Ton, in dem sie vorgetragen wurde, machte mich dieser Person nur noch abgeneigter. Folgen mußte ich ihr jedoch unter solchen Umständen. Denn wie wäre es mir möglich gewesen, die Dame aus Rom zu lassen, ohne sie noch einmal gesehen zu haben, da dieses in meiner Macht stand? Franzen, der mir an der Haustüre mit ungeschicklicher Gutmütigkeit den Weg vertrat, mußte ich mit Gewalt auf die Seite schieben. Der Pfad dünkte mich heute unter der Maske noch allzu lang und unheimlich als das erste Mal. Übrigens endete er gerade wie vorgestern. Die Dame kam freundlich zwar, aber mit tiefer Bewegung auf mich zu. »Es freut mich, Sie noch einmal zu sehen«, sagte sie, »vermutlich das letzte Mal in meinem Leben. Das verstorbenen Angehörige haben aus seinen Papieren Argwohn gegen mich geschöpft. Sie vermuten mein Hiersein und forschen nach meinem Aufenthalte. Ich darf die Freundin, die mir diese Zuflucht gewährte, durchaus nicht in mein bitteres Geschick verflechten. Noch vor Tagesanbruch werde ich mich daher zu retten versuchen.« »Das ist zu viel«, rief ich. »Mit diesem herrlichen Leben wäre mein Schuldiges allzu teuer erkauft. Der Mörder soll sogleich zum Richter eilen.« »Um Gottes Willen nicht«, sprach die Dame, mich, der ich schon die Tür auf hatte, mit einer Kraft zurückhaltend, die der Verzweiflung ähnlich sah. Sie zog mich an die hoch aufschlagende schöne Brust. »Ihr Unglück wäre unfehlbar auch das meinige«, sagte sie, und die hellen Blicke, der warme runde Arm, das alles erklärte vollends, was die Worte dunkel gelassen hatten. Wenig Minuten später küßte ich ihr die Tränen aus dem braunen Auge. Es war ausgemacht, dass unser Schicksal von nun an eins und dasselbe sein und bleiben sollte. Bei alledem tat sie mir gegen mein Erbieten, ihr Begleiter aus Rom zu werden, die lebhaftesten Vorstellungen, die ich auch so wohl gegründet fand, dass nichts dagegen vorzubringen war. »Übermorgen Abend«, sagte sie, als ich scheiden mußte, »da sollen Sie den ersten Brief erhalten.« »Und bis dahin leben«, rief ich, die reißende Hand krampfhaft an mein Herz pressend, »leben mit diesem schrecklichen Bilde deiner Gefahren.« Das Bewusstsein eines göttlichen Besitzes, der vielleicht nach wenig Stunden für immer verloren war, blies den Sturm in meinem Blute mächtiger an. Ich umfasste sie mit wilder Leidenschaft und taumelte von ihr, zugleich mit Schonung und Unwillen hinausgestoßen, der harrenden Alten in die hässlichen Arme. Was hatte ich getan? An eine Person mich gebunden, von der ich nichts wußte als abschreckende Abenteuerlichkeiten. Nichts? Hatte ich nicht durch ihre Augen bis in die heiligen Tiefen des schönsten Herzens geschaut, nicht in ihren Worten und Tönen die Sprache der Engel kennengelernt? Meine Vernunft, wenn sie allein redete, wollte mich einen berauschten Knaben schelten, aber mein Bewusstsein, zu dem sie doch ebenfalls beitrug, strafte ihre einseitigen Ansicht Lügen und pflichtete meinem Herzen darin bei, dass es allen meinen geistigen und körperlichen Eigenschaften nach unter diesen Umständen und bei dieser Person nicht anders mit mir habe kommen können. In dieser Stimmung fand mich Olivias Brief, der zur versprochenen Zeit richtig eintraf. Sie war glücklich bei ihren Verwandten in Spoleto angelangt und äußerte den Wunsch, dass ich recht bald eine Reise dahin möchte unternehmen können. Ein Wunsch, der so sehr mit meinen Wünschen übereinstimmte, konnte nicht unbefriedigt bleiben. Ich machte Anstalt, am anderen Morgen abzureisen. Im Hause stand ich zwar schon von längerer Zeit her auf dem Fuße, für ein solches Vorhaben eine Ursache angeben zu müssen.
Seit den letzten Tagen aber, in denen mein Verhältnis mit dieser Familie merklich gelitten hatte, brauchte ich nicht gerade um einen wahrscheinlichen Vorwand der Reise verlegen zu sein, sondern bloß im Allgemeinen Geschäfte vorzuschützen, unbekümmert, ob das Vorgehen Glauben fand oder nicht. Julie dauerte mich herzlich. Ich sah ihre Bekümmernis. »Sie kommen doch wieder?« fragte sie am anderen Morgen, als ich schon aus dem Hause trat. »Gewiss«, antwortete ich mit Innigkeit und sprang in den Wagen, um nur ihren nassen Augen baldmöglichst zu entkommen. »Ein allerliebstes Komtesschen«, sagte Franz, der wie gewöhnlich den Rücksitz innehatte. »Sie hat sich«, fügte er hinzu, »in diesen Tagen erschrecklich abgehärmt.« »Worüber?« fragte ich finster. Er schwieg, und ich hatte auch keine Lust, ihn zur Fortsetzung eines Gesprächs zu ermuntern, von dessen Anfange ich mich schon durchaus verstimmt fühlte. Ob ich gleich gar nicht anders handeln zu können glaubte, als wirklich geschah, auch der Hoffnung lebte, dass ich die Einwilligung meines Vaters in die neue Partie so gut als in die aufgegebene erhalten würde, so konnte ich mir doch die Nachlässigkeit, seinen Brief in Juliens Händen gelassen zu haben, gar nicht verzeihen. Denn unfehlbar nur diese Nachlässigkeit hatte das Mädchen in ihren Erwartungen von mir bestärkt. Gegen Abend kam ich zu Spoleto an. Das Haus, in dem Olivia sich aufhielt, zeugte von Wohlhabenheit und Anstand. Erst durch diese erfreuliche Umgebung trat sie auf eine Stufe des Lebens mit mir. Ihr zeitheriger Zustand hatte einer fabelhaften Verzauberung geglichen, deren nunmehr erfolgte Lösung mir sehr wünschenswert war, wiewohl ich noch von dem halb zertrümmerten Zauberschlosse selbst und den Umständen, durch welche Olivia hineingeraten, keinen Schlüssel besaß. Hierüber und über ihre Person einige Auskunft zu erhalten, das musste mir notwendig am nächsten liegen. Und daher nahm ich von dem schönen Abende Anlass, sie zu einem Spaziergang in den Garten aufzufordern, dessen Orangenbäume ihre goldenen Früchte bis dicht an ihr Fenster herauftrugen. Ich war nur erst in den Vorhallen meines heutigen Himmels gewesen, wie ich unter den duftenden Alleen sogleich innewart. Wegen der aufmerksamen Verwandten hatte Olivias Herz oben nur in leisen, verstohlenen Tönen aus ihren Augen gesprochen. Hier rauschte sie ihr mit Gewalt über die köstlichen Lippen. Nicht kleinliche Worte, die ganze Seele der Geliebten dankte mir für die ungesäumte Erfüllung ihres Verlangens, mich bald zu sehen, die, wie ich ja auch sagte, von meiner Seite nicht weniger Verdienst, sondern nur Befriedigung der eigenen übermächtigen Sehnsucht war. Wir sprachen manches, meist einzelne Laute der Liebe, nur den Liebenden vernehmlich. Allgemach kam die Rede auf Olivias Schicksale, und sie erschrak, dass sie den Eigentümer oder wenigstens Mitbesitzer ihrer Zukunft bis dahin einzig dem Glauben an ihre Reinheit und Güte überlassen und ihm nicht wirklich auch schon die Geschichte ihrer Vergangenheit als Bürgin für diesen Glauben erzählt hätte. Wir setzten uns auf den Rasensitz unter einer immergrünen Eiche, wo uns von den benachbarten Spitzen der Berge, deren unterem Teil schon der Dämmerung weiche Nebel umwallten, der letzte Sonnenblick liebreich anlachte. Merkwürdig kann ich es nennen, dass mir bei einem Gedächtnisse, welches sich sonst nicht über das Mittelmäßige erhebt, auch die geringste Kleinigkeit von Oliviens Mitteilungen im Andenken geblieben ist. »Der Anfang unserer Bekanntschaft«, sagte sie, »war so plötzlich und kurz, ihre Erneuerung so tragisch, und das bald darauf erfolgte süße Einverständnis von einem solchen Rausche umfangen, dass über meine Person noch wenig oder nichts zur Sprache gekommen ist, und ich kaum weiß, ob meine Abkunft dem liebsten Freunde bekannt sein möchte.« Auf mein stilles Verneinen fuhr sie fort. »Ich stamme von dem alten Geschlecht der Conti, das bekanntlich in Mailand zu Hause ist. Mein Vater, der sich mit seinen Eltern wegen des Mädchens erzürnt hatte, die er zur Gemahlin haben wollte, wandte sich nach Rom, dieser herrlichen Hauptstadt der Welt. Er heiratete die Geliebte, eine Römerin, und behielt, dass seine Eltern ihn deshalb enterbten, nur so viel Vermögen, um bei möglichster Eingezogenheit ein bequemes Leben führen zu können und dabei auch den Stolz seines Namens nicht ganz verleugnen zu dürfen. Leider starb er, als ich, das einzige Kind, als die Jahre der Jungfrau erreichen sollte und meine Mutter noch in voller Blüte stand. Ihre Trauer grenzte an Wahnsinn. Sie glaubte seinen Aufopferungen um ihretwillen das Gelübde steter Witwenschaft schuldig zu sein, und hat es auch, ungeachtet vieler sehr vorteilhaften Anträge, mit der ängstlichsten Treue in Erfüllung gebracht. Überhaupt war meine Mutter die trefflichste Frau, die es geben kann.
Ihr ganzes Bestreben ging auf meine Bildung und wie sie dabei jeden Wink des verstorbenen Gatten benutzen wollte. In dieser Rücksicht war sie, wenn ich so sagen darf, bis zur Schwäche pünktlich, und ein Teil meines nachherigen Missgeschicks kann wohl mit davon herrühren. Doch ist gewiss die meiste Schuld auf meiner Seite. Mein seliger Vater hatte nämlich eine unaufhörliche Angst über das schlimme Verhältnis, worein er mit seinen Eltern geraten war, und hätte sein Leben drum gegeben, um mich wenigstens wieder mit seiner mailändischen Familie auszusöhnen. Ein Mittel dazu glaubte er in dem jungen Grafen Pignola zu sehen, dessen Vater mit ihm sowohl als mit seinen Eltern in recht vertraulichem Vernehmen stand. Eine Verbindung zwischen mir und dem jungen Pignola schien ihm umso zweckmäßiger, da der alte Graf ihm auf solchen Fall sein Wort gegeben hatte, die gewünschte Aussöhnung vollkommen zu bewirken. Beide, mein Vater und meine Mutter, sprachen daher von diesem Bräutigam mit mir, als meiner Jugend wegen noch nicht die Rede sein konnte, mich zu verheiraten. Überdies hatte ich auch den jungen Mann, der seine Bildung auf Reisen zu vollenden suchte, gar nicht einmal gesehen. Doch lobte man ihn außerordentlich, wodurch sich unvermerkt ein Bild von ihm in meiner Seele entwickelte, so schön und reizend, dass das Original vielleicht nur in einem Feenlande anzutreffen sein möchte. Inzwischen ging mein Vater aus der Welt. Der junge Spignola kam nicht lange nachher zu Rom an. Aber wie wenig fand ich meine Erwartungen befriedigt. Seine Gestalt völlig unbedeutend, sein Geist arm und kokett zugleich. Übrigens war er, was man im gemeinen Leben einen guten Menschen nennt, in recht vorzüglichem Grade. Allein so sehr auch meine Mutter mich auf diese Güte hinwies und, vielleicht mit Recht, behauptete, dass ich bei ihr das Übrige bald würde entbehren können, mein Widerwille gegen den jungen Grafen ging in eine Abneigung über, die immer heftiger wurde, je angelegener er seine Bewerbungen um meine Hand betrieb. Seine Leidenschaft wuchs größer. Die alte Gräfin Pignola sprach mit meiner Mutter von einer baldigen Verbindung. Meine Mutter drang in mich, aber Tränen waren ihr keine genügende Antwort. Ein Augenblick, der übrigens meinen Bewerber nicht zu Schulden kam, verwandelte jetzt meine Abneigung in eigentlichen Abscheu. Dir, Geliebter, kann ich es nun mit Freude entdecken. Es war der schöne Moment deiner Bekanntschaft. Dein Bild haftete fest in meiner Seele. Es glückte mir auch, dass ich etwas Näheres über deine Verhältnisse und deinen Aufenthalt erfuhr. Unvorsichtig genug entdeckte ich einmal der Mutter meine Neigung. Aber höchst entrüstet sprach sie von Luftschlössern, von Ideen, die sich nicht mit den Einrichtungen in der Welt vertrügen, von kindischen Regungen alberner Gefühle. Ich durfte mich dagegen nicht auslassen, weil meine Mutter ihrer immer zunehmenden Kränklichkeit halber äußerst reizbar geworden war. Desto mehr mochte es wohl, mir selber unbewusst, Pignola entgelten müssen, der bald nachher seinen Besuch machte. Wenigstens datiert von dieser Zeit eine vollkommene Änderung seiner Lebensweise. Er, der sonst der stillste, ordentlichste Mensch gewesen war, verfiel auf einmal in ein wüstes, unwürdiges Leben. Aus Verzweiflung über mein Zurückweisen seiner Leidenschaft sagten seine Verwandten, und diese und meine Mutter beschworen mich, durch Aufgeben meiner Härte ihn auf den guten Weg zurückzuführen. Besonders stellte auch meine Mutter mir vor, wie so selten ein Plan gelingt, den Kinder gegen den Willen der Eltern unternehmen. Sie stellte mir ihre eigene Ehe vor, die bei aller wechselseitigen Liebe durch den Keim des Unfriedens in sich getragen hatte, der mit den Jahren immer höher und giftiger emporgeschossen war. Hatte sie meinen Bewerber rufen lassen oder kam er zufällig? Ich weiß es bis in diese Stunde nicht. Das aber erinnere ich mich, dass er nach dieser Rede hereintrat und sein bleiches, verstörtes Gesicht mein Mitleid vollends in Anspruch nahm, das die kranke Mutter zuvor geflissentlich aufgeregt hatte. Mein gütigeres Benehmen gegen Pignola machten sie in der Tat zusehends gesünder, so dass sie am anderen Tage außer dem Bett bleiben konnte. »Kind«, sagte sie, »ich glaube fast, dass mein Wiederaufkommen in deiner Macht steht. Dein gestriges Betragen ist geheilsam für mich gewesen.« Man muß die herrliche Frau haben leiden sehen, um ein Übermaß des Glückes bei diesen Worten zu empfinden. Ich kniete vor ihrem Lehnstuhle nieder und wäre imstande gewesen, alle irdische und himmlische Ruhe aufzugeben, um nur sie beim Leben zu erhalten. »Sprich ganz aufrichtig mit mir«, sagte sie endlich. »Keine Täuschung. Hat mein Rat Frucht getragen in deinem Herzen? Soll Pignola deine Hand erhalten?« »Er soll sie erhalten, ja«, rief ich. »Merke wohl auf, Olivia.
Kein Zwang ist es, der dich auffordert. Nein, nein, mein freier Wille. So sei mir gesegnet, fromme Tochter, welche die Wünsche der Eltern höher achtet als die Grillen ihres schwankenden Herzens, die mir gleichsam das Versprechen mit in die Gruft gibt, das Band wieder anzuknüpfen, was meine und meines Gatten Liebe so leichtsinnig zerrissen hat. Jetzt ist mir wohl, Olivia. Mit deiner Zusage werde ich dem vereinigten Gemahl entgegentreten. Nur so bald noch nicht, rief ich, ihre Hand ängstlich an mein Herz ziehend und mit den Lippen auf das Gesicht sinkend, das bei den letzten Worten schon gleichsam vom Glanze der Verklärung überstrahlt wurde. »Warum nicht jetzt?« antwortete sie, »jetzt, wo ich im vollen Genusse der Liebe und des Gehorsams meines einzigen Kindes scheiden kann?« »Nein, nicht scheiden, guter Olivia. Nur mein Sterbliches wird dir entzogen werden. Ich selbst, diese Überzeugung beseliget mich. Ich werde dir nahe bleiben und womöglich deine künftigen Entschlüsse zu leiten suchen.« »O Mutter«, rief ich, vor ihr auf die Knie sinkend, »darum, ja darum flehe ich. Bleiben Sie auf immer mein Schutzgeist, wie Sie es von jeher gewesen sind.« In demselben Moment erschien Pignola. »Sie kommen zur rechten Zeit«, sagte sie schon ganz schwach. Dabei ergriff sie meine Hand und legte sie in die seinige. Jetzt erwachte ich aus der Betäubung. Mein Arm zuckte zurück vor den schauerlichen Vorgefühlen der Folgen dieses entscheidenden Aktes. Pignola schien mein Widerstreben gewahr zu werden und hielt die Hand so fest, dass mir meine Zukunft im Bilde erschien und die Brust davor fast zerspringen wollte. Dennoch suchte ich der geliebten Mutter wegen, meine Mienen wenigstens im Gleichgewicht zu erhalten. Es war ein Zustand, dessen Entsetzen nur durch den kurz darauf erfolgten Hintritt der Mutter übertroffen wurde. Pignola mischte sich nun in die notwendig zu treffenden Anstalten. Ich konnte sie ihm umso weniger wehren, da mein Vormund, der Herr dieses Hauses, noch nicht in Rom zugegen war. Dazu nannte er mich vor allen Menschen seine Braut und sprach schon von unserer Abreise nach Mailand. Nein, sowas muss man erlebt haben, um die Fülle meines Jammers und meiner Verzweiflung zu begreifen. Am dritten Tage kam mein Onkel und Vormund in Rom an. Kaum war der Leichnam meiner Mutter bestattet, so eilte ich ohne Abschied von dem verhassten Bräutigam hierher. Obschon aber dadurch, sowohl als überhaupt durch mein Benehmen, meine Gesinnung gegen ihn im Tage lag, so verfolgte er mich doch auch bald bis hierher, und selbst meine tiefe Trauer hielt ihn nicht ab, von der künftigen Hochzeit zu sprechen und mich zu ihrer Beschleunigung anzutreiben. Weder mein Zorn noch mein Flehen brachte ihn auf andere Gedanken. Seine Sinne vollkommen entbrannt, schien nicht auf Anstand oder irgendetwas länger Rücksicht nehmen zu wollen. Nicht einmal vor seinen Beleidigungen sicher verschwand ich einmal bei Nacht und ließ eine schriftliche Entschuldigung an den Onkel zurück, die von Tränen fast ausgelöscht war. Dem verhassten Bräutigam schrieb ich die Worte: »Heilige Mauer werden mir Schutz vor ihren Nachstellungen gewähren. Wir sehen uns nie wieder.« Es war mein fester Vorsatz, in ein Kloster nach Rom zu gehen. Auch schien der Himmel meine Schritte stärken zu wollen, denn mit dem anbrechenden Morgen hatte ich so viel Weg zurückgelegt, dass ich mich völlig in Sicherheit glaubte. In welches Kloster aber? Eine Freundin, die selbst Schwester in den zwei verschiedenen Klöstern hatte, sollte meine Ratgeberin werden. Mein erster Weg in Rom war zu ihr. Aber wenig Trost. Sie schilderte mir die Klöster, welche sie kannte, ganz anders, als ich sie mir gedacht hatte, vertröstete mich jedoch auf die Zeit, wo eins derselben sich gänzlich umwandeln müsse, weil die künftige Äbtissin eine vortreffliche Person sei. Bis zu ihrer bald bevorstehenden Wahl wurde jedoch niemand in diesem Kloster aufgenommen. Wohin nun indessen? Meine Freundin durfte sich am wenigsten mit meinem Unterkommen befassen, da ein großer Teil ihres Vermögens von ihren nahen Verwandten, den Pignolas, abhängig, auch überhaupt der Hass dieser rachgierigen Familie sehr zu fürchten ist. Gerade aber auf die Unwahrscheinlichkeit, dass ich bei ihr Zuflucht suchen würde, könnte hier meine Sicherheit gebaut werden. Die edle Freundin selbst äußerte dies gegen mich und ließ nicht nach, bis ich in ihr Erbieten, mir einen Aufenthalt zu verschaffen, gewilligt hatte. In ihren eigenen Zimmern wollte sie mich verbergen. Allein bei aller Zuverlässigkeit ihrer Dienstleute, die sie mir anrühmte, durfte ich das nicht annehmen, weil ein einziger geschwätziger Mund ihr lebenslangen Jammer hätte zuziehen können. Auf einen seiner Baufälligkeit halber schon lange unbenutzt liegenden Hinterhaus aber war mein Absehen gerichtet, da die alte Aufseherin darüber von jeher für ein Muster der Treue gegolten
und überdies wegen eines in früheren Jahren unvorsichtig ausgestoßenen Wortes das Gelübde getan hatte, durchaus von nichts aus dem zu ihrem Dienste oder Leben Notwendigen zu sprechen. Ein Gelübde, worauf sie so strenge hielt, dass viele Leute bei dieser Seltsamkeit, die durch ihr leichenfahles Gesicht noch mehr herausgehoben wurde, sich eines Grauens vor der bejahrten, auf den Füßen aber noch ziemlich rüstigen Person gar nicht erwehren konnten. Das Rätsel meines letzten Aufenthaltes in Rom wäre dir hiermit gelöst. Das Übrige soll ich dir ebenfalls aufhellen. Pignola hatte, wie ich seitdem erfahren, dem Vormunde und dessen Familie wegen meines Entweichens gewaltig zugesetzt. Er glaubte, es sei mit ihrem Vorwissen geschehen und entblödete sich nicht, so unsinnige als boshafte Drohungen gegen sie und mich auszustoßen. Bei seiner ausgebreiteten Bekanntschaft wurde es ihm nicht schwer, alle Klöster in der Gegend nach mir durchsuchen zu lassen. Denn selbst den heiligen Mauern drohte er mich wieder zu entreißen. Da ich nirgends gefunden worden, war er nach Rom gegangen, vermutlich ebenfalls, um mir nachzuspüren. Nur mein Vorhaben, die Gruft der Mutter zu besuchen, verriet mich ihm. Und des Versprechens der Seligen eingedenk, immer um mich sein zu wollen, war ich schon oftmals niedergesunken, sie beschwörend, mir ein Zeichen zu geben, ob mein Entschluss, in ein Kloster zu gehen, dem Himmel nicht wohlgefälliger sein müsse, als die mir so herzinnig verhaßte Vermählung. Vergebens. Der ersehnte Aufschluss unterblieb. Und da geriet ich endlich auf den Gedanken, bei einbrechender Nacht an ihr und meines Vaters vereintes Grabgewölbe in der Kirche zu gehen, weil ich hier mein heißes Verlangen ihr erfüllt zu sehen hoffte. Der Aufseher war durch die Alte vorbereitet. Aber ob Pignola schon früher diesen Besuch bei meiner Liebe zur Mutter vorausgesetzt und den Kirchenaufseher bestochen oder ob der bloße Zufall ihn mir in den Weg geführt hatte, genug. Nicht weit von der Kirche selbst steht Pignola plötzlich dicht vor mir. Der Schrecken fesselt mich einen Augenblick. Auch kann es wohl sein, dass mir ein verräterischer Laut entschlüpft ist. Kurz, obschon wohl maskiert, bin ich ihm verdächtig. Er spricht meinen Namen aus und geht mir nach. Wohin weiß ich nicht. Der offene Eingang zu den farnesischen Gärten bietet sich dar. Vielleicht hier irgendwo ein Verbergen, aber nur zu bald ereilt er mich. Entsetzliche Vorwürfe von seiner Seite. Er will meine heimliche Zuflucht wissen. Auf mein hartnäckiges Schweigen sagt er, dass er schon dahinter kommen wolle, und fügt mit der frechsten Wildheit hinzu, niemand solle mich wieder ihm von der Seite reißen. Ich müsse sein werden, lebend oder tot. Dazu zeigt er auf Waffen, mit denen er reichlich versehen war, die es mir auch wahrscheinlich machten, dass ein Verrat stattgefunden hatte. Nur mit halbem Bewusstsein schwanke ich sprachlos neben ihm her. Sein Fall mit dem einen Fuß in einem tiefen Graben gibt jetzt meinem einzigen Gedanken, dem Versuche zur Flucht, neue Stärke. Lebendig oder tot, ruft er, sich wieder aufraffend, und seine Pistolenkugel fährt dicht bei meinem Ohre vorbei in einen Baumstamm. Welche Wendung die Sache nun nahm, ist dir bekannt. Auch kannst du dir meine verworrenen Gefühle bei der Tat, die mich von ihm befreite, erklären. Noch bleibt mir aber die Erwähnung des Argwohns übrig, als ob Pignolas Verwandte böse Absichten gegen mich gefasst hatten. Es kommt aus sehr wahrhaftiger Quelle. Am Tage vor meiner nächtlichen Abreise schrieb nämlich meine gütige Wirtin mir aufs Ängstlichste die Nachricht, dass Pignolas Mutter bei ihr gewesen und aufs Begierigste zu wissen verlangt habe, wo ich mich aufhalte. Auch, dass sie, als meine Freundin Unwissenheit vorgegeben, mit vielem Kaltsinne von ihr geschieden sei. Zwar scheinen man meine eigentliche Zuflucht noch nicht entdeckt zu haben, aber aus des Grafen nachgelassenen Papieren so viel gewiss zu vermuten, dass ich nach Rom geflüchtet sei. Auch hätte man meinen letzten Zettel an Pignola gefunden, welcher dessen Verwandte auf den unseligen Argwohn gebracht, dass ich die Anstifterin seines Todes gewesen. Meine Freundin fügte hinzu, dass sie nach allen Reden der entrüsteten Dame besorgen müsse, man werde keine Mühe scheuen, mich aufzuspüren. Vermutlich nicht, mich vor Gericht zu ziehen, denn dazu fehle es an Beweisen, sondern bloß um Pignolas Tod durch einen gedungenen Bravo-Blutiger mir rächen zu lassen. Ich konnte kein Misstrauen in meine Freundin setzen, und es wäre heillos gewesen, meine Beschützerin in das Unglück mit hinabzureißen. Daher entschloss ich mich zur schleunigen Entfernung. Meine Frage, ob Olivien hier von Nachstellungen etwas vorgekommen sei, beantwortete sie zwar mit keinem bestimmten Ja, doch äußerte sie, dass ein Mann in rotem Mantel gestern Abend nach dem Fenster heraufschielend ums Haus geschlichen sei, dem sie wenig Gutes zugetraut habe.
Heute soll er an mir seinen Mann finden, sagte ich, und plötzlich antwortet eine raue Stimme: Das lasst uns sehen. Ein nerviger, gedrungener Kerl trat dazu mit gezogenem Dolch aus dem Gebüsch hervor. Er schien auf unser Erschrecken gerechnet zu haben. Auch war Olivia wirklich ohne Bewusstsein zurückgesunken. »Seid klug und lasst mich mein Stück Arbeit ungehindert verrichten«, sagte der freche Bravo, sich Olivia nähernd. »Schurke«, rief ich, »das wird ein schamloses Verlangen.« Er wich meinem Messerstiche aus und sagte mit einer empörenden Kälte, »Geht, Herr, ich habe Gewissen und verlange kein überschüssiges Blut. Ihr könnt dieser nicht Beistand leisten, denn im Ernste werdet ihr euch wohl schwerlich mit einem vom Handwerke messen wollen.« Auf diese Rede warf ich mich über den mir weit überlegenen Kerl her. Ich hatte bald zwei Stiche und ließ nicht ab, brachte ihn auch endlich in der Tat zu Boden. Ein glücklicher Zufall und die Verzweiflung hatte mich seiner Meister werden lassen. Kein Laut von Seiten des Banditen. Er war entweder tot oder in der tiefsten Ohnmacht. Mit dem schönen Gefühl, mein einziges Glück im Kampfe gerettet zu haben, trug ich die noch nicht wieder ins Leben zurückgekehrte Olivia dem Hause zu. Zugleich rief ich nach Leuten, den Toten oder Schwerverwundeten in Empfang zu nehmen und der Obrigkeit den Vorfall anzuzeigen. Als Olivia zu sich kam, zog sie mich heftig an ihr Herz. Ihre Freude war zu gebieterisch, als dass die Gegenwart der umstehenden Verwandten sie hätte unterdrücken oder auch nur beschränken können. Indessen kamen die Leute mit der Nachricht zurück, dass sie keine Spur von dem Banditen gefunden hätten. Er müsse entweder geflohen oder von Spießgesellen weggebracht worden sein. Beides war mir unbegreiflich, denn wenn er Kameraden bei der Hand gehabt hätte, so wären diese bei meinem nicht sogleich beendigten Kampfe mit ihm unfehlbar zu seiner Hilfe herbeigeeilt, und zum Davongehen glaubte ich ihn zu gut getroffen. Gleichwohl musste mich dieser Glaube getäuscht haben. Das machte Olivien und mir große Sorge. Der Kerl hatte vermutlich unser ganzes Gespräch mit angehört, und wir erinnerten uns, dass bei den Reden, die ich zwischen Olivias Erzählung geworfen, das Grafentodesfall durch mich erwähnt worden war. Die Sache konnte sogar noch vor Gericht gezogen werden und mir hauptsächlich die lange Verheimlichung ein gar böses Spiel machen. Meine von mir ganz vergessenen Wunden, welche Olivien jetzt das hervorquellende Blut entdeckte, stürzten meine Braut in neue, nicht minder peinliche Unruhe. Doch gab der Arzt gar bald den Trost, dass beide Verletzungen nur seitwärts ins Fleisch gegangen und von keinem Belange wären. Über den Banditen erhielt man am folgenden Tage nähere Auskunft. Er war nämlich bis in einem Strauchwerk überwachsenen Graben gekrochen, wo er am Morgen gefunden und von der Obrigkeit aufgehoben wurde. Sein Tod verursachte viel Freude in der Gegend, weil man in ihm einen der gefährlichsten Meuchelmörder erkannte, auf dessen Kopf schon vor mehreren Jahren ein hoher Preis vergebens ausgesetzt worden war. Nebst anderen angesehenen Personen wurde auch wirklich Pignolas Mutter durch seine Brieftasche kompromittiert. Sie war des Frevels Anstifterin und konnte der gerichtlichen Nachfrage unmöglich entgehen. Wenn schon ihre gewichtigen Konnexionen die förmliche Untersuchung abwendeten, so durfte sie doch nicht ohne große Gefahr künftige Anschläge gegen Olivias Leben fassen, daher denn der Vorfall, der erst auf so finstere Folgen hinwies, in der Tat die erfreulichste für uns hatte. Des ungeachtet war wohl eine baldige Heirat und Abreise das Ratsamste. Nur musste mein Vater umso mehr davon im Voraus unterrichtet werden, weil ich wegen meines früheren, von ihm gebilligten, nunmehr aber zurückgetanen Schrittes seiner Verzeihung zuvor bedurfte. Dass er sie mir vorenthalten würde, schien mir nicht glaublich, da er Julien so wenig als Olivien kannte und es ihm, wenn ich mich nicht ganz irrte, um weiter nichts als um eine Rückkehr und eine junge, gesunde Schwiegertochter zu tun war. Nur ein Vergessen der hergebrachten Formen würde er, auf alte löbliche Sitten haltend, nicht ungeahndet gelassen und es mir zum Beispiel niemals vergessen haben, wenn ich mit der Heirat hätte anfangen und ihn erst hinterher davon unterrichten wollen. Ich tat daher sogleich den ersten zu meinem Vorhaben nötigen Schritt, indem ich an ihn schrieb. Ich nahm mir die Mühe, die Ereignisse alle in einer umständlichen Erzählung so mitzuteilen, wie sie aufeinander gefolgt waren, weil ich ihn auf diese Weise am leichtesten den unvermeidlichen Stufengang meiner Liebe gleichsam mit hinanzuführen hoffte. In meinem Leben habe ich keinen Brief abgeschickt, mit dem ich zufriedener gewesen wäre.
Nach einer von Glück überströmten Woche kehrte ich endlich nach Rom zurück. Obschon die Umstände meinen Unmut gänzlich gehoben und mich fröhlicher als jemals gemacht hatten, so erfuhr ich doch hier eine viel kaltsinnigere Behandlung als sonst. Die gute Julie allein war in ihrer Gesinnung unverändert geblieben und kam mir, wie immer, überall mit herzlicher Zuneigung entgegen. Sie schien zu erraten, was in mir vorgegangen war, und mit heiterem Anstand das tragen zu wollen, was ein unfreundliches Geschick ihrem schönen Herzen auferlegte. Nur ihr Wunsch hielt mich länger in diesem Landhause, wo mir fast alle Spur meiner vormaligen harmlosen Genüsse durch den gestörten, in leere Zeremonie ausgearteten Tönen der übrigen ausgelöscht worden war. Schon hatte ich Lust, ihr mein ganzes Vertrauen zu schenken, weil die Lage der Dinge ihre vormaligen Gefühle gegen mich in das Verlangen, nur von meinem Herzenszustande irgendetwas Gewisses zu erfahren, verwandelt zu haben schien, was meines Vaters Antwort anlangte, die dies, bei meinem festen Vorsitzen, nicht möglich machte, wenigstens nicht ohne Julien auf das Empfindlichste zu betrüben. Soviel ich nämlich auch auf die überzeugende Darstellung meines Briefes an ihn gerechnet hatte, so wenig war damit ausgerichtet worden. Mein Vater zeigte großes Erstaunen über die Abänderung meines Vorhabens, um Julien anzuhalten. Von der Überlegung, sagte er, die meinen Jahren zukäme, hätte er durchaus keinen so raschen Sprung erwartet. Er hätte geglaubt, der frühere Entschluss beruhe auf einem reichlich erwogenen Lebensplane. Nun aber müsse er leider sehen, dass ich imstande sei, meine ganze Zukunft im ersten besten blendenden Augenblicke aufzuopfern. Der Enthusiasmus, mit dem ich Olivien lobe, beweise ihm unter solchen Umständen nichts weiter, als dass mein 25-jähriger Kopf noch unter dem Drucke eines leichtsinnigen Herzens stehe. Kurz, so schloss er, er würde weit lieber sehen, dass diese durch Abenteuer herbeigeführte Leidenschaft für eine Ausländerin aufhöre und dafür die Neigung zu Julien wieder fortgesetzt werde, die wenigstens den Anschein einer besseren Besonnenheit gehabt hätte. Der Brief vernichtete mich ganz. Ich sah das Alter und dessen Ansichten darin so unverkennbar, dass ich an einer Widerlegung seines Inhaltes verzweifelte. Eine Leidenschaft aufhören zu lassen, eine Neigung fortsetzen? Was war darauf zu sagen, da das Eis der Jahre die Begriffe von der Kraft der Leidenschaft und dem Eigensinne der Neigung meinem Vater genommen zu haben schien? Hier war nichts zu tun, meinte ich, was sich bescheiden zu erklären, dass die neuen Verhältnisse zu weit gediehen und die früheren nicht mehr zu berücksichtigen wären. Nur Olivia, keine als sie, könne jemals die meinige werden. Sobald sein Segen zu dieser Verbindung einlange, soll auch der priesterliche und darauf die Rückkehr ohne Verzug erfolgen. Das letztere Versprechen, bildete ich mir ein, werde bei meinem Vater gewiss alle das Bittere aufwiegen, was das Beharren auf meinem Willen für ihn haben konnte. Olivia, mit der ich, wie sich versteht, eine starke Korrespondenz regelmäßig unterhielt, erfuhr so wenig als Julie von dem Inhalte dieses Schreibens, wie sehr sie auch den jetzt so düsteren Ton meiner Briefe beklagte und die Ursache zu erfahren trachtete. Ihr Umgang würde dazu gehört haben, mir die Zeit, welche bis zu meines Vaters Antwort verstreichen musste, erträglich zu machen. Dennoch ließ ich mich hierdurch nicht zur Reise nach Spoleto verleiten, weil mein Missmut über die väterliche Sonderbarkeit in Briefen immer noch eher zu umschleiern war, als im steten Beisammensein, und ich Olivien, die alles Recht hatte, über meine veränderte Stimmung Aufschluss zu verlangen, weder durch eine Unwahrheit hintergehen, noch durch die Wahrheit betrüben mochte. Endlich kam der Brief an. In zwei Zeilen enthielt er die abgedrungene Genehmigung, jedoch unter der Bedingung baldigster Rückkehr, weil, setzte mein Vater hinzu, seine Güter bei längerem zwecklosen Herumschlendern seines Erben unstreitig sehr zurückkommen und die Untertanen der willkürgieriger Verwalter unterliegen müssten, da ihm die Kraft abgehe, sie wie vormals zu bereisen und ein wachsames Auge überall mitzubringen. Ich vergaß den Unmut, der unter diesen Zeilen lauschte. »Guter Vater«, dachte ich, »ein Blick auf Olivien, und du wirst meine Neigung williger als in diesem Briefe gutheißen. Ihre Person und ihre Eigenschaften werden dich überzeugen, dass es mir unmöglich gewesen wäre, ihre Hand aufzugeben.« Um nach der Trauung mit Olivien die Rückkehr ohne Verzug antreten zu können, traf ich im Voraus alle hierzu nötigen Maßregeln. Ich brachte meine Angelegenheiten in der Stadt in Ordnung
und ließ schon vorläufig die Kunstsachen und andere zum Mitnehmen eingekaufte Dinge packen und bereitlegen. Das schöne Vorgefühl, künftig stets um Olivien zu sein, träufte balsam in den Schmerz bei dem Gedanken der Entfernung aus diesem heiteren Götterlande. Nur Julie beunruhigte mich. Meine Reiseanstalten bewegten sie tief, und das gute, an mir seit so langer Zeit innig teilnehmende Wesen hatte die häufigen Briefe, deren Inhalt ihr nicht fremd bleiben konnte, hin und her laufen sehen, ohne ihren Unwillen darüber auch nur durch eine Miene zu äußern. Die Trennung aber, die ihr nun bevorstand, konnte sie nicht ohne zahllose Tränen verschmerzen. »Julie«, sagte ich sie zu trösten, »wir sehen uns ja wieder, wir müssen uns ja wiedersehen. Ihr Leben in Italien wird auch am längsten gedauert haben und das Vaterland uns wieder vereinigen. Gerne entschließe ich mich, dort meistens auf dem Gute zuzubringen, das ihrem künftigen Aufenthalte am nächsten liegt, auch wohl den Winter der Residenz ihres Hofes zu widmen. Gewiss, Julie, wir werden noch recht glücklich miteinander leben.« Alles dieses aber stillte die Weinenden nicht. Der Brief von Olivien blieb diesmal ungewöhnlich lange aus. Schon war ich im Begriff, ihn nicht erst zu erwarten, sondern gleich zu ihr zu reisen und ihr die väterliche Einwilligung mit Übergehung der Art, wie sie erfolgt war, in Person zu bringen. Schon hatte mein Franz die Pferde vorgeführt, als der Brief doch noch ankam und als so lautete: »Leben Sie wohl, Guido. Ich kann die Ihrige weder sein noch jemals werden. Forschen Sie nicht nach der Ursache, nicht nach meinem Aufenthalte. Alles ist vergebens. Olivia.« Zugleich war ein Brief von ihrem Vormunde gekommen, der alle Spuren der äußersten Unruhe trug. Olivia war abermals verschwunden, und ich ward ängstlich ersucht, ihm Auskunft darüber zu geben, weil ich doch unfehlbar davon wissen müsse. »Gott, was ist Ihnen?« rief Julie, als ich auf meinem Reitpferd schwankend mich nur mit Mühe darauf verhalten konnte. »Nichts ist mir, weiß ich doch kaum, ob ich selber noch bin«, rief ich laut auflachend und flog mit dem Pferde wie rasend von dannen. In Spoleto hatten alle Mitleid mit mir. Ich war ganz zum Kinde geworden. Doch raffte ich mich bald ein wenig auf, um Nachforschungen anzustellen, die indessen, wie Olivia vorausgesagt hatte, ohne Erfolg blieben. Keine Seele erriet die Ursache von ihrem plötzlichen Verschwinden. Ein wahrer Menschenfeind kam ich in Juliens Nähe zurück. Selbst in diesen Tagen tat sie alles, mich mit der Welt auszusöhnen. Ihr Verlangen, etwas Bestimmtes von der Veranlassung zu meinem inneren Unglück zu wissen, konnte nicht länger zurückgewiesen werden. Ich entdeckte ihr das Hauptsächlichste. Dagegen erfuhr ich von ihrer Dankbarkeit für dieses Zutrauen alles. Selbst, dass sie jenen ersten Einwilligungsbrief meines Vaters wirklich gelesen hatte, verschwieg sie mir nicht. Offen vor mir lag das liebende, zarte Gemüt, das ich verscherzt, um einer anderen willen verscherzt hatte, deren Charakter mir jetzt in manchen Momenten zweideutig vorkam. Gleichwohl hatte meine Rückkehr zu Julien große Schwierigkeiten. Meine Neigung ging noch immer mit Ungestüm zu der anderen hinüber, die es wirklich ihrem Herzen hätte abgewinnen können, mir einen so kurzen Absagebrief zu schreiben. Sollte ich Julien einer Hand versprechen, die unwillkürlich nach der Verschwundenen in die leere Luft hinauslangte? Auf der anderen Seite stürmte mein Vater in Briefen auf mich ein. Er berief sich darauf, seine Einwilligung nur bedingungsweise gegeben zu haben und drohte, sie ganz zurückzunehmen, wenn ich länger im Auslande verweilen wollte. Ihm den Zusammenhang der Sache mitzuteilen, dazu fehlte mir der Mut. Es war natürlich, dass er, der Olivien nie gesehen, der den Zauber ihres Geistes und Körpers nie vor sich gehabt hatte, mich eines grenzenlosen Leichtsinnes bezichtigen musste, wenn ich ihm sagte, wie dieselbe Person, um deren Willen ich die Hand der ihm vor so angerühmten Julie aufgegeben, nun auf einmal mit mir umgegangen war. Was zu tun? Ich hatte schon zu viel und überall vergebens eine Spur von Olivien nachgeforscht, um noch Hoffnung zu haben, sie aufzufinden. Und wenn ich sie fand, womit wollte sie jene abscheulichen Zeilen entschuldigen? Nur eine Entschuldigung blieb mir denkbar, nämlich, dass irgendein Zwang der Beweggrund sein könne. War aber dies der Fall, so musste ich besorgen, dass sie damit zwar von dem blutgierigen Menschen, die ihr schon nach dem Leben getrachtet, das Letztere eingelöst, doch nur darum eingelöst hatte, um es in einem tiefen, unzugänglichen Kerker vergraben zu sehen.
In dem tollen Wahne, mir selbst entfliehen zu können, suchte ich jetzt in der umliegenden Gegend Zerstreuung und blieb oft ganze Nächte im Freien. Der Himmel war zu mild, nordische Stürme würden mir willkommener gewesen sein. Hauptsächlich begab ich mich gern auf hohe Berge. Indem ich die weite Gegend übersah, glaubte mein Auge zwar bewusstlos, aber doch gewiss auch auf Oliviens Wohnung sich zu senken und auszuruhen. Als ich eben wieder gegen Untergang der Sonne eine ziemliche Anhöhe erstiegen hatte, zog ein Ungewitter näher und näher. Der Regen trieb mich unter einige Bäume. Nie habe ich dem Donner mit so inniger Freude zugehört, nie mit solchem Verlangen in die kreuzenden Blitze geschaut. »Warum nur den kummerlosen Baum?« rief ich, als wenig Ellen von mir eine Pinie durch den Wetterstrahl zu Boden gestreckt wurde. Bald loderte auf einem Berg gegenüber die Flamme aus einem Gebäude, einem Kloster, wie es schien. Das Feuer war jedoch noch vor Ende des Gewitters wieder gelöscht. Im Wirtshause unten, wo ich übernachtete, sprach man viel von diesem Brand und der tätigen Hilfe, die man im Kloster geleistet hatte. Auch bedauerte man unter anderem eine dabei umgekommene Person, eine Novize, die nach der Äbtissin-Versicherung die Ablegung des Gelübdes gar nicht habe erwarten können. Alle wollten so etwas Schönes lange nicht gesehen haben. Unfehlbar war es weit mehr meine Überzeugung, dass so vieles Rühmen von Schönheit niemand außer Olivien verdiene, als eine eigentliche Ahndung, was mich zu der Vermutung brachte, sie möge doch wohl selbst diese Novize sein. Meine Vermutung ward immer lebendiger, so dass ich auch am anderen Morgen sehr früh eine Gärtnerin aufsuchte, die mit im Wirtshaus gewesen war und von ihrem Auftrag gesprochen hatte, den folgenden Tag Blumen zum Kloster hinaufzubringen, womit die Abgeschiedene bei ihrer Ausstellung in der Kirche begrenzt werden sollte. Aber sie machte große Schwierigkeiten, als ich sie ersuchte, mich, als ihr Mädchen verkleidet, mitzunehmen. Auf ein gutes Versprechen zeigte sie sich indessen ungleich williger. Nur, meinte sie, dass ich den Abend, wo sie nochmals Blumen hinaufzutragen habe, dazu abwarten müsse. Dann, fügte sie hinzu, sei auch zugleich die feierliche Beerdigung zu sehen. Unter solchen Umständen musste ich mir die Folter jeder ewigen Minute dieses unglücklichen Tages gefallen lassen. Am Abend ging ich als Gärtnermädchen mit zum Kloster hinauf. Eine neue, qualvolle Ewigkeit, während die Blumen zusammengebunden wurden, da die Kirche, worin die Erblaste lag, bis zur Feierlichkeit verschlossen blieb. Endlich rückten erst die Äbtissin, dann die übrigen Nonnen, je zwei und zwei mit brennenden Kerzen aus dem Klostertore hervor. Die bleichen, weiß gekleideten Gestalten glichen selbst Abgesandten des Todes, gekommen, einen Raub für ihn in Empfang zu nehmen. Ihre Gesänge, dumpf wie Töne der Unterwelt, drangen tief in mein innerstes Mark. Ein paar heftig weinende Novizen, welche dem Zug beschlossen, trugen die Girlanden, mit denen die Erblichene ins Grab gesenkt werden sollte. Als der Zug in die Kirche gelangt war und, während die Novizen die weggewordenen Blumen ihrer verblichenen Schwester mit den frischen vertauschten, der Chor einen Halbkreis um den Sarg bildete, fand ich, dass der Platz, den man mir angewiesen hatte, mich seiner Entfernungen tiefer halber um die Hauptsache, die Entseelte, zu sehen brachte. Daher eilte ich, ohne meine Begleiterin Ängstlichkeit zu achten, bis in die Mitte der Kirche, dicht hinter die Nonnen. »Sie ist es!« Mit diesen lauten, männlich ausgesprochenen Worten drang ich bis dichter den Sarg hinan. »Welche Gottlosigkeit!« rief die Äbtissin. Die Nonnen schauderten. Die heilige Handlung war gestört. Ich stand ein Marmor, ohne Furcht und ohne Mut, das starre Auge auf den Sarg geheftet, dessen Deckel die Äbtissin vor allen Dingen zu schließen befahl. In demselben Augenblicke aber, als man damit teils und teils mit meiner Entfernung beschäftigt war, zeigte sich eine Regung der Entseelten, und mein Ausruf »Sie lebt, ihr heiligen Mächte«, richtet sie sich wie durch einen elektrischen Schlag aus dem Sarge empor. Nun war keine Kraft der Welt vermögend, mich lebendig von der Stelle zu bringen. Mein Herz brannte hoch auf. Die Hoffnung leuchtete meine Sehnsucht vor. »Olivia«, rief ich, und die herrlichen Augen traten ins Leben. Die schönen Arme breiteten sich nach mir aus. Nach mir. Mit dem Wunder, die Tote wieder erwachen zu sehen, war das allgemeine Erstaunen zu sehr beschäftigt, als das an mich weiter hätte gedacht werden können. Alles suchte der Erwachten Erleichterung zu verschaffen und hilfreiche Hand zu leisten.
Es kamen Betten, aber Olivia bedurfte deren nicht einmal. So sehr hatte sie sich schon von dem Scheintode erholt. Die Umgebungen erst schienen ihr zu verraten, was vorgegangen war. »Guido«, sagte sie, »Ihre Stimme hat mich ins Leben gerufen. Ich fühle tief, wie weh ich Ihnen getan habe und bin durch mein Gewissen zur Entdeckung der Ursachen aufgefordert. Morgen Vormittag.« Sie wendete deshalb ein paar Worte an die Äbtissin. Echte Religiosität ruhte allzeit auf dem fühlenden Herzen. Die heilige Frau beurteilte, seit ihr mein Verhältnis zu Olivien klar wurde, den Frevel, mich verkleidet unter den Chor gedrängt und die ehrwürdige Stimmung durch meinen Ausruf unterbrochen zu haben, weit milder als zuvor. Sie gestand mir für den anderen Tag ein Gespräch mit der Novize zu, deren Wiederkehr ins Leben ihr Freudentränen hervorlockte. Ein beruhigender Blick Oliviens erfrischte mein abgemattetes Herz. Er berauschte mich noch auf dem Rückwege. Ich schloss die alte Gärtnerin, die mir meine Unvorsichtigkeit vorrückte, laut lachend in die Arme. Die ganze Nacht verlebte ich in göttlicher Trunkenheit. Die Äbtissin empfing mich am anderen Morgen im Sprechzimmer. Da erschien Olivia. Ein Strom von Liebe floss aus ihren Augen. »Du bist blass und krank geworden«, rief sie. »Meine Schuld, aber ich will auch vergelten. Ein neues Leben beginnt, in dem ich dir angehöre. Nur dir.« Die Äbtissin, aus Diskretion zurückgetreten, eilte auf diese lauten Äußerungen der Leidenschaft herbei, um ihrer Pflicht gemäß die Vorschriften des Hauses in Erinnerung zu bringen. »Verzeihung, heilige Frau«, rief Olivia. »Mein junges Leben ist zu einem Bewusstsein erwacht, zu dem es die ganze Zeit meines Hierseins nicht gekommen war. Er hat mich aus des Todes Armen selbst zurückgeholt. Meine Zukunft gehört sein. Beklagen Sie Ihre dankbare Tochter, dass sie in die Bande der Welt aufs Neue verflochten wird, aber entziehen Sie ihr Ihren Segen nicht.« Die Äbtissin teilte unsere Rührung. Zu mir sagte Olivia, »Die fromme Frau ist Zeugin meiner Zusage an dich. Da diese einmal erfolgt ist, so kann die Entdeckung der Ursache meines dir gewiss unbegreiflich gewesenen Schrittes bis zu dem veränderten Aufenthalte verschoben werden. Benachrichtige nun schleunigst meinen Vormund von allem, dass er die Anstalten treffe, mich abzuholen, weil ich mir und dir schuldig bin, das Kloster mit Anstand zu verlassen.« Ich billigte das und kehrte am vierten Tage mit dem Onkel zurück. Die Verlegenheit, womit sie dem Manne alle Entschuldigungsgründe, auf die er doch ebenfalls ein großes Recht hatte, während unserer gemeinschaftlichen Rückreise verschwieg und nur im Allgemeinen um Verzeihung bat und sagte, besondere Umstände hätten sie zu der Flucht bewogen, schienen ihn zu verstimmen. Ich selber wusste nicht recht, was ich denken sollte, und das tiefe Gefühl in ihrem großen, leuchtenden Auge gehörte dazu, mir den Verdacht irgendeines Leichtsinnes meiner Braut aufs Neue zu benehmen. Auch seine Gattin erfuhr bei unserer Rückkehr nichts Bestimmtes über Oliviens seltsames Entweichen. Nachdem die Zurückgekehrte ihre Brieftasche zu sich gesteckt hatte, winkte sie mir in den Garten. »Je näher ich dem Augenblicke meiner Rechtfertigung komme«, sagte sie hier, »desto größer erscheint mir auch das Schwierige davon. Wie wollen Worte ausreichen, dich in die Mitte der düsteren Vorstellungen zu führen, die meinen Entschluss nach ihrem tyrannischen Willen leisteten? Und doch, du wirst mich verstehen, aber du allein. Du, selbst ein unzertrennbarer Teil meines innersten Wesens. Darum will ich auch lieber die anderen in Ungewissheit lassen über mich, als meine trüben Geheimnisse Gemütern preisgeben, die mir weniger verwandt sind.« »Dein Reisewagen hatte sich kaum aus meinen Augen verloren, als mir die kurze Zeit bis zu deiner Wiederkehr ganz unabsehlich dünkte. Nur anhaltende und womöglich ungewohnte Beschäftigungen konnten Linderung versprechen. Ich drängte mich daher zu häuslichen Arbeiten. Ich half der Tante in Besorgung der Ökonomie, ihre größte Liebhaberei. Ich suchte mein ziemlich vernachlässigtes musikalisches Talent zu bilden und geriet endlich auch auf den Gedanken, den Nachlass meiner Eltern um besonders ihre Papiere in bessere Ordnung zu bringen. Welch ungeahnte Schätze fand ich bei genauerer Ansicht dieser Papiere. Ich fand, dass mein Vater über sein ganzes Leben gleichsam Buch gehalten hatte. Ich war gewissermaßen umringt von seinen tiefsten Gefühlen, die er der Schrift anvertraut haben mochte, um so die flüchtigen Augenblicke, in denen sich dem Leben ein höheres Verständnis aufschließt,
gleichsam zu fesseln und zu wegweisern für die Zukunft zu machen. Und was mich am meisten bewegte, war nur ein halb verhaltener Missklang, der fast in allem tönte, was er niedergeschrieben hatte, und der mir lange Zeit nur durch das erklärbar wurde, was meine selige Mutter über seine ihr zwar verschwiegene, aber der Scharfsichtigen nicht unbekannt gebliebene Reue wegen des Zwiespaltes mit den Verwandten gesagt hatte. Als ich alles im ganzen Büro untersucht zu haben glaubte, machte mich der Onkel noch auf ein verborgenes Fach aufmerksam, welches mir ganz entgangen war. Nur Papiere darin, versiegelt und unter der Aufschrift »Für niemand auf der Welt als meine Olivia«. Selbst die selige Mutter schien das Fach nicht bemerkt zu haben, weil ich sonst das Paket unfehlbar durch sie erhalten hätte. Von Vaters Hand war darauf bemerkt, dass er es mir kurz vor seinem Tode einhändigen wolle. Sein plötzliches Ableben hatte die Ausführung des Vorsatzes verhindert. Die wichtigsten Bruchstücke enthält diese Brieftasche. Hier die Anrede an mich, welche im Inneren sich vorfand. »Teures, innig geliebtes Kind«, gegenwärtige Fragmente sind bei ihrem Entstehen nicht für dich bestimmt gewesen. Es sind Eingebungen und Ergießungen der momentanen Stimmung, größtenteils den Schlüssel zu meinem inneren Unfrieden enthaltend. Verbirg sie deiner Mutter, weil ihr Inhalt ihr keinen Nutzen gewähren kann. Desto mehr dir, mein Kind. Vielleicht sind gerade diese Papiere das kostbarste Vermächtnis. Betrachte sie so und gönne deinem Vater seine Ruhe nach langem Leiden. Für heute, lieber Guido, nur diejenigen Bruchstücke, welche vorzüglich auf unsere Verbindung Anwendung leiden. Hier sind sie beisammen. Der Erzähler trug sie doch in seiner Brieftasche und las sie vor. Nun habe ich doch erlangt, wonach alle meine Wünsche sich müde jagten. Der Priester hat unsere Hände ineinander gelegt. Aber was will der Vater dort mit seinem drohenden Gesichte, die Mutter mit ihren Tränen? Wie kann ich die Wohnung meines Glückes beschreiben, wenn diese Schreckbilder ihre Schwelle bewachen? Ja, es ist aus mit mir. Was mich erheben sollte, hat seine Hand plötzlich von mir abgelassen, und nun liege ich hier unten in der schauerlichsten Öde. Mein Sturz hat der Mutter das Herz zerdrückt, unter dem die Gütige mich getragen, und des Vaters gellender Fluch ist nicht gemacht, mich mit diesem schaurigen Gedanken auszusöhnen. Und was soll mir das schöne, herrliche Weib in solchem Abgrunde, wo meine eigene Gemütlosigkeit zermalmend auf mir liegt und der teuernden tückischen Gift mitten im Kusse der Liebe reicht? Die Zeit sollte heilen, gewissenlos vertraute ich diesem Wahne. Die Zeit, das Gefühl des schreienden Undanks? Nein, überall und immer wird dieses bittere Gefühl zwischen mich und meinem Weib treten und eine Verworrenheit in uns nähren, die auf baldige Zerstörung hinarbeitet. Der harmonische Verein meiner Kindheit mit den späteren Jahren ist verloren. Mein Leben und das Leben meiner Frau in zwei fremde Hälften zerfallen, die der Rausch der Liebe vergebens aneinander zu passen strebt. Ach, dass die junge Liebe so eitel auf ihre flüchtige Last sein, dass sie so leichtsinnig mit den Erstlingsgefühlen des Lebens, mit den Gefühlen umgeht, welche die Vorsicht um Kind und Mutter geschlungen hat. Oh, des törichten, unseligen Glaubens der Jugend, dass ihr ganzes Herz in einem irdischen Wesen sein Heil finden könne, dass gewisse Menschen füreinander geschaffen wären wie Seele und Leib. Als ob die Vorsehung darauf senne, den Menschen ans Irdische so zu ketten, dass er darüber der Ewigkeit ganz vergessen sollte. Oh, es ist der frevelhafteste Wahnsinn, so schnöden Begierden die Kindespflicht aufzuopfern. Der Fluch ereilt jeden, der ihm huldigt. Auch mich wird es bald unter die Erde treiben. Olivia, so lautete die Nachschrift, beherzige diese Worte und das Unglück meines Lebens überhaupt. Gedenke der Lehren und Weisungen deiner Mutter immer in Liebe und Gehorsam. Dein Band mit Pignola ist mein sehnlicher Wunsch und der ihrige. Du müsstest denn das Kloster wählen wollen, wo sich auch Gelegenheit findet, für dein und deine Eltern heil zu leben. Durchbohrt von der Spitze dieser Worte, fuhr Olivia fort, war mein Mut völlig dahin. Ich mied die Verwandten, nur um ihren Fragen nach der Ursache meines Trübsinnes zu entgehen. Ich verschloss mich, und darüber kam der Abend heran und vermehrte meine Schauer. Der blutrote Mond schien die Züge meines zornigen Vaters zu tragen. Und bei der Mutter glaubte ich, Zuflucht suchen zu müssen. Du kennst ihre wohlgetroffene Bildsäule, die auf meinem Zimmer stand. Ich warf mich davor nieder. Ich beschwor sie, ihr Wort zu erfüllen und mich zu umschweben, aber auch sich mir kundzutun. Meine Gefühle für dich brachen in Worten und Tränen hervor.
Ich berief mich auf die Notwendigkeit selbst, die unsere Geister zusammenfügt, auf den eigenen Willen, der gewiss alles so geordnet habe. Ich beschwor sie um Antwort, fest überzeugt, dass ein jenseitiges Leben stattfinde und die Erblichene nicht um ihren ganzen Muttersinn gekommen sei, sie von meiner Seelenangst herbeigezogen mir ihre Meinung durch Laut, Blick oder Wink offenbaren müsse. »O Teuerste«, rief ich endlich, »kannst du mich in dieser Zerstörung hier liegen sehen und mir doch deinen Willen vorenthalten? Die Verzweiflung treibt mich von dir an sein liebendes, teilnehmendes Herz. Soll ich dem Rufe nicht Folge leisten?« Und wie ich meine verweinten Augen jetzt nach der Bildsäule aufschlage, sehe ich deutlich eine Regung, eine verneinende Regung. Ja, der Arm sogar scheint beweglich geworden, sich drohend nach mir erheben zu wollen. Dies dünkte mich die empörendste Ungerechtigkeit. Ich bedeckte meine Augen, um die grausame Mutter nicht mehr zu sehen, und der Entschluss, dich selbst aufzusuchen und in deinen Armen Vaterland, Eltern, Welt und Himmel zu vergessen, riss mich vom Boden auf. Doch kaum bis zur Türe geeilt, höre ich einen Fall, der mir die Glieder lähmt. Die Bildsäule der Mutter, zertrümmert liegt sie auf der Erde. Den Eindruck dieses Ereignisses wird keine Zeit jemals verlöschen. Als ob ich meine Mutter selbst ermordet hätte, so schwankte ich zurück, die Trümmer der Bildsäule anstarrend. Keine Spur mehr von dem liebreichen Gesicht. Es war mir unverkennbar, dass sie mich ihres Anblicks nicht länger wert geachtet habe. Ach, Guido, welch ein grässlicher Anblick! Die Verwandten hatte der Fall auch in mein Zimmer gelockt. Sie kamen mit dem Troste, dass die Statue gar leicht zu ersetzen sei, weil noch ein Exemplar davon im Atelier des Bildhauers stehe. Um sie nur loszuwerden, stellte ich mich als hierdurch vollkommen beruhigt, schlich aber noch in derselben Nacht aus dem Hause nach dem Kloster zu, wo du mich so wunderbarerweise wiedergefunden hast. Es ist das nämlich, auf das ich schon früher mein Absehen gerichtet und wo mich meine römische Freundin damals vorläufig empfohlen hatte. Die Veränderungen, denen man zu jener Zeit entgegensah, waren seitdem eingetreten, und ich fand in der neuen Äbtissin eine so herrliche Frau, dass ihr bloßer Anblick mich zuweilen wegen der Nachricht an dich beruhigte, die darum so nackt und ohne alle Beweggründe gegeben war, weil ich, obwohl nicht mit Unrecht, besorgte, jede nähere Erklärung der Sache werde deine Leidenschaft alles aufbieten machen, wieder in meinen Besitz zu gelangen. Und dir und deinen Briefen ausharrenden Widerstand zu leisten, dazu floss ein viel zu heftiges Feuer einzig für dich in meinen Adern. Gleichwohl war es, als ob mich unaufhörlich eine mahnende Stimme aus der Unterwelt dir, der Todesursache des mir bestimmten und eigentlich nur durch meinen Widerstreben in törige Wildheit gestürzten Bräutigams abwende und meinen im halben Wahnwitz geschriebenen Zettel billige. Die furchtbare Schwermut, die ich zur Begleiterin hatte, machte es notwendig, dass ich die Äbtissin einen halben Blick in mein zerrissenes Gemüt, in die Kämpfe tun ließ zwischen meiner Liebe und meiner Pflicht. Ach, die fromme Frau war die Teilnahme und Milde selbst. Auch sie hatte vor dem Sturme widerstrebender Verhältnisse in den heiligen Mauern Schutz gesucht und gefunden. Sie äußerte bloß Mitleid, wenn sie hörte, dass mein Herz noch immer wach und träumend das Heiligtum verlasse und verbrecherische Hoffnungen auf dich setze. Um ihm diese Hoffnungen gänzlich zu benehmen, wünschte ich mein Noviziat abgekürzt und mir vor der festgesetzten Zeit durch förmliche Einkleidung die Pforte nach der Welt hinaus auf ewig verschlossen zu sehen. Hierein aber zu willigen, das stand nicht in der Macht der Äbtissin. Auch sträubte sie sich sehr gegen mein Verlangen, eine besondere Erlaubnis für diesen besonderen Fall auszuwirken. Doch ließ ich nicht ab mit Bitten, bis sie endlich nachzugeben versprach. Das Ungewitter, das so große Veränderungen hervorbrachte, kam dazwischen. Durch lange Fasten, mir zur Bezähmung meiner frevelnden Gedanken auferlegt, ganz kraftlos, war es kein Wunder, wenn ich von dem Blitze, der in meine Zelle fuhr, betäubt niedergeworfen und mein anhaltendes Erstarren für den Tod selbst gehalten wurde. Jetzt bin ich dein. Mein früheres Leben ist zu Grabe getragen. Dein Ruf hat mir ein neues Sein abgerungen, dessen Regungen alle dir zugehören. Nun habe ich kein Bedenken weiter und wäre bereit, sogleich mit dir zum Altare zu treten. Eine Umarmung schloss ich an Olivias Rede. »Morgen denn«, rief ich, das süße Wort rasch ergreifend. »Ja, morgen.« Wir kehrten zurück zu den Verwandten, um sie davon zu benachrichtigen, die über der Freude an unserem Glücke die Neugier nach Oliviens Veranlassung zur Flucht vergessen zu haben schienen.
Späterhin erinnerte sich meine Braut im Vorbeigehen bei der Stelle, wo die zerbrochene Bildsäule gestanden, an die erlebte Szene, und die Schauer jenes Abends erneuerten sich in ihr. Sonderbar genug traf das Mondlicht gerade auf diesen Platz und nur auf diesen, so dass selbst mich einige Schauer einwandelten. Laut maß ich indessen ihrer gereizten Fantasie allein die trostlose Vorstellung bei, suchte auch zugleich das Übernatürliche, das sie dem früheren Erkenntnisse zuschrieb, aus derselben Quelle zu erklären. Wirklich hatten die Fragmente ihres Vaters sie damals gleichsam mit Gewalt vor der Bildsäule der Mutter niedergestürzt. Die schon sehr aufgeregte, hier immer heftiger entzündete Einbildungskraft konnte ja leicht ihre eigene Unruhe den Augen der Bildsäule untergeschoben und sogar den leblosen Arm im Verdacht der Bewegung gehabt haben. Der Fall der Statue erklärte sich so ziemlich durch eine Berührung mit dem Kleide der plötzlich Aufstehenden, denn in ihrem damaligen gewaltsamen Zustande waren einige Aufmerksamkeit hierauf nicht zu denken. Olivia wünschte zu eifrig, jene Schrecknisse entkräftet zu sehen, als dass mein Bestreben, sie davon zu überzeugen, nicht schon gebahnten Weg hätte finden sollen. Selbst die Bruchstücke aus den Papieren ihres Vaters, die sich dadurch nicht verleugnen ließen, konnten noch in ein unserem Plane günstigeres Licht gestellt werden. Der verstorbene Mann war in der letzten Zeit, worein diese Fragmente größtenteils fielen, der Aszetik so eifrig ergeben gewesen, dass man alle seine Ansichten der Dinge aus ihr herleiten konnte. Ich suchte Olivien zu beweisen, dass nur ein freies Urteil etwas gelte, die Abhängigkeit ihres Vaters aber von seinen religiösen Seltsamkeiten ein solches schwerlich erlaubt habe. Die Liebe sprach, die Liebe glaubte. Olivia war völlig beruhigt, als sie mir gute Nacht sagte. Ich lag vor Schlafengehen noch ein wenig am Fenster, als ein bestürztes Mädchen herbeieilte, um mich zu Olivien zu holen, welche an heftigen Fantasien leide. Das befremdete mich, da sie mich eben ganz gesund verlassen hatte. Ich fand sie auf ihrem Sofa mit starren Augen und bewegten Lippen. Erst nach einer Menge Fragen deutete sie mir an, dass ich ganz still neben sie niedersitzen möchte. Dann wollte sie wissen, ob ich nichts höre. »Jawohl.« Das Brausen eines starken Luftzuges zwischen Tür und Fenster, der deiner Gesundheit schaden kann. Ich stand auf, um das Fenster zuzumachen, aber sie rief, »Keine Beschränkung. Wie sehr auch die Stimme von dort her mich ängstigt, so darf ich sie doch nicht mit Gewalt von mir abwehren.« Erstaunt fragte ich, was sie höre. »Jetzt nichts, aber ehe du kamst, dreimal ein lautes »Ach« von der Stimme meiner Mutter.« Vergebens suchte ich ihr das Unwahrscheinliche zu zeigen. Doch fasste sie sich, da die Stimme nun ausblieb, und beruhigte mich beim Abschiede einigermaßen mit den Worten, dass selbst diese Stimme nicht vermögend sein sollte, unser ewiges Bündnis zu zerreißen. Das öftere Wiederkehren von dergleichen Erscheinungen war mir bedenklich. Es ließ, wie ich meinte, auf eine Reizbarkeit des Gemütes und der Fantasie schließen, die von zerstörenden Folgen für Oliviens Leben sein konnte. Doch vielleicht, dass die Reise nach Deutschland, die Zerstreuungen überhaupt und das Aufhören ihres jetzigen einsamen Zustandes die besten Hilfsmittel darboten. Dieser Gedanke stillte meine Unruhe wenigstens so weit, dass ich endlich zur Betäubung, zum Schlafe kam. Da überfiel mich aber ein Traum so klar und zusammenhängend und dabei so grässlich, dass der Schreck darüber mich aus dem Bette warf. Er ist zu auffallend, greift auch in meine Geschichte zu wesentlich ein, als dass ich dessen Mitteilung unterlassen könnte. Mir war nämlich, als ginge ich mit Olivien in Begleitung ihrer Verwandten zur Kirche. In der vollen Blüte der Reize steht sie schon neben mir am Altare, als auf einmal hinter uns ein Totengesang erschallt. Befremdet und erschrocken über diese unpassende und unwillkommene Störung, wende ich mein Gesicht nach der Gegend hin und siehe da, ein Leichnam, von Fackelträgern umringt, wird langsam und feierlich herbeigetragen. Die Zeugen staunen schweigend. Der Priester verstummt. Der Leichenzug schreitet unterdessen immer weiter und weiter vor. Gerade nach dem Altare zu. Es ist, nun entdecke ich es, dieselbe Prozession, die ich auf dem spanischen Platze mit ansah. Pignola, der seinen Tod durch mein Messer fand. Nur mit dem Unterschiede, dass der grüne Heft des Letzteren hier noch wirklich in einem furchtbaren Glanze daraus hervorragt. Olivia kann ihre Tränen, ich mein Entsetzen, nicht verbergen. Die vorderen Leichenträger stehen schon dicht an mir und scheinen ihr Ziel noch nicht beendigt zu haben.
Da scheidet der Priester mich und Olivien mit der Hand voneinander, damit sie Platz erhalten. Und gerade zwischen uns setzen sie den Leichnam nieder, aus dessen Herzen in diesem Moment der Dolch und mir dabei ein Blutstrom ins Gesicht springt. Dieses furchtbare Ereignis scheint allen Anwesenden meine Anklage auszusprechen. Alle werfen mir schreckliche Blicke zu, bis auf Olivien, welche laut schluchzend ihre schönen Augen verschlossen hält. In demselben Moment richtet der Tote sich empor, sieht mit einem hohen Lachen auf mich, von dem die Wölbung der Kirche schauerlich widerhallt, und ihre Säulen schwanken, bis der Priester durch einen Blick in die Höhe die Unordnung beschwichtigt. Der noch immer aufgerichtete Tote kehrte sich darauf zu Olivien. Er reicht beide Arme zu ihr empor, und der Priester scheint es wohlgefällig mit anzusehen. Das ist mir zu viel. Ich will den auflebenden Leichnam zurückstoßen, aber der Geistliche hält den Gekreuzigten zwischen uns, und sogleich fühle ich mich aller Regung beraubt, während der tote Olivien, die schon keinen Blutstropfen mehr im Gesichte hat, zu sich hinunterzieht. Da will ich mit Gewalt die Banden sprengen, worein der Priester mich gelegt hat, und aus meinem Bett, um zu erwachen. Bis diese Stunde noch ist es mir, als ob ich auch zuvor nicht geschlafen, sondern nur in einem ganz anderen Bewusstsein als nachher mich befunden hätte. Das Traumgesicht, von dem ich Olivien natürlich nichts entdecken konnte, kam mir den ganzen Tag nicht aus dem Sinne. Und je mehr am Abend das Licht erstarb, desto lebhafter und schreiender ward das Kolorit jenes schauerlichen Bildes. Die Trauungen im Gebiete des vormaligen Kirchenstaates pflegen meist in der Nacht zu geschehen. So auch die unsrige. Beim ersten Schritt in die Kirche prallte ich zurück. Das war allzu grauenvoll. Keine Säule, nicht die mindeste Verzierung anders darin als in dem Bilde meines Traumes. Selbst die Beleuchtung traf bis auf die kleinsten Eigenheiten zu. Gleichwohl erinnerte ich mich nicht je zuvor, diese Kirche gesehen zu haben. Auch der Geistliche, der mich in der vergangenen Nacht durch Vorhalten des Kruzifixes versteinert hatte, glich dem völlig, der nun hervortrat, um die heilige Handlung zu verrichten. Doch nahm ich dieses weniger Wunder, da mir der Mann schon früher im Leben vorgekommen war. Nur dass, wie es mir schien, alle seine Bewegungen Kopien seines Abbildes auf die vorige Nacht waren, auch selbst die Rede ganz denselben Inhalt hatte. Ich sage, wie mir schien, denn meiner aufgeregten Fantasie mußte es jetzt ein geringes sein, Ähnlichkeiten wahrzunehmen, die sonst vielleicht niemand gefunden hätte. Es ging noch weiter. Jeden zufälligen Schall, bis auf das Räuspern der Anwesenden, glaubte ich schon vorige Nacht in dem Kirchgewölbe widerhallen gehört zu haben. Zufällig hustete Oliviens Vormund, wie sein Ebenbild in der Nacht gleichfalls, und zwar damals gerade vor dem Totengesange. Dieser Umstand zwang jetzt mein Gesicht, sich über die Schultern zu wenden, weil mir unglaublich schien, dass ich alles reproduzieren solle und nur den Leichenzug nicht. Ich wiederholte bald darauf dieses Umsehen, denn jeden Augenblick besorgte ich, die Töne zu hören und die Fackelträger eintreten zu sehen. Alles Aufmerken auf die heilige Handlung war verloren. Ich verfiel in eine gänzliche Gedankenlosigkeit. Als der Priester das Ja von mir erwartete und weil ich seine wiederholte Anfrage, die mir ganz entgangen war, unbeantwortet gelassen hatte, mich mit seiner Hand berührte, stieß ich einen Laut aus, der auch Olivien mein Entsetzen mitteilte. Ich glaubte, der Geistliche wolle, wie in voriger Nacht, mich von der Braut trennen, und der Tote werde nun sogleich zwischen uns hereingesetzt werden. Dass nichts von dem allen der Fall war, beruhigte mich in diesem Momente nur wenig. Denn was der Wirklichkeit an Schrecklichem abging, das fügte meine blutige Fantasie hinzu. Die Handlung war zu Ende, ohne dass ich eigentlich wusste, was geschehen war. »Mein Gott, Olivia«, rief ich, im Fortgehen an der Kirchentüre ihr Gesicht beim Lampenschein betrachtend, denn gerade so starr und blutlos war es wie in der vorigen Nacht. Ohne Antwort auf meinen Ausruf ging sie still und geisterähnlich neben mir her. Den Verwandten war ebenfalls kaum ein Wort abzugewinnen. Zu Hause stürzten Ströme von Tränen über das Gesicht meiner totenblassen Braut. Das war ein Trost für mich, denn Tränen hatte ihr Auge in der vorigen Nacht keine gehabt. »Was fehlt dir, Olivia?« fragte ich. »Alles«, antwortete sie leise. »Oh, warum war ich schwach genug, bei dem Tone, der deinen Abscheu vor dem Ja-Worte so deutlich aussprach, nicht sogleich dir ein Band zu ersparen, das schon im ersten Augenblicke deine Brust zusammenzog?«
So befremdend mir auch anfangs diese Ansicht war, so natürlich fand ich sie doch bei einiger Betrachtung der Umstände. Olivia, die nichts von meinem Traume wusste, konnte gar keine andere als die gefasste Idee von der Sache haben. Die anderen ebenfalls nicht. Und in der Tat fielen sie auch aus Rache gegen meinen männlichen Wankelmut, dem sie das anstößige Benehmen zuschrieben, mit der ganzen Last ihres beleidigten Nationalstolzes über mich her. Kaum, dass sie den Fremden, der um ein Glied ihrer ursprünglich römischen Familie mühselig gebuhlt und dasselbe, nun es sein war, öffentlich am Altare erniedriget hatte, eines Wortes, ja eines Blickes für wert hielten. An ihnen lag mir wenig. Nur Olivien suchte ich durch meine Liebkosungen vom Gegenteil ihres Argwohns zu überzeugen und mich mit einem heftigen Kopfschmerze zu entschuldigen, der mir alle Besinnung geraubt hätte. Die eigentliche Veranlassung, ihr mitzuteilen, hätte Hand an die Grundpfeiler unseres beiderseitigen Glückes legen heißen. 2 Tage kosteten die Anstalten zu unserer Abreise, in denen der erste Taumel der Liebe uns beseligte. Der Abschied war erschütternd. Ich musste dem Umarmen zwischen ihr und den Verwandten noch durch eine halb unwillig ausgesprochene Bitte ein Ende machen. Fürs Erste ging es nach dem Grafen Landhause. Bei der Freundschaft, die ich in seiner Familie genossen, konnte ich die Vorstellung meiner Gattin nicht umgehen, so viel Verdrießliches auch diese Zeremonie hauptsächlich Julians halber für mich hatte. Niemals in meinem Leben ist mir etwas rührender gewesen als dieser Eintritt in jenes Landhaus. Julie war die erste Person, die wir antrafen. Die ganze Liebe ihres schönen Herzens schien es zusammenzunehmen, um sich gegen den Schmerz zu waffnen, mit dem mein Verhältnis zu Olivien ihr wehtat. Ich sah, wie meine Gattin einige Augenblicke aufmerksam von ihr betrachtet und dann an das Herz der Guten heftig gezogen wurde. Die Szene veränderte sich beim Eintritt der Übrigen, die jetzt von einer Spazierfahrt nach Hause kamen. Ein feierlicher Hofton trat an die Stelle der Empfindung. Die kalten Glückwünsche der Gewohnheit drängten sich mechanisch auf uns zu. Julie allein zog sich zurück, um, wie es schien, nicht in den Verdacht der Fühllosigkeit mitzukommen. Ich kürzte den lästigen Aufenthalt möglichst ab. Nur Julien hätte ich gern noch einmal gesehen. Aber mein gutes Auge ging überall vergebens nach ihr aus. Erst beim Einsteigen in den Wagen wurde ich ihr gütiges Gesicht hinter einem fernen Oleanderstrauch gewahr. Ich konnte mich nicht enthalten, ihr einen freundlichen Abschiedsblick zuzuwerfen, und sie eilte herbei, mir zum letzten Male die Hand zu reichen, die ich mit dem Gefühle des bittersten Schmerzes an meinen Mund drückte. Olivia saß eine Zeit lang stumm neben mir im Wagen. Endlich sagte sie, von meinem Verhältnis mit Julien bereits unterrichtet: »Ich begreife noch nicht, Guido, wie es dir möglich gewesen ist, dieses herrliche Mädchen vorüberzugehen, um nach mir deine Hand unbedachtsam auszustrecken. Jetzt sollst du mir deine Reue am Trauungsabende nicht wieder weg erklären.« Ich hatte zu tun, um Olivien die Sache von neuem auszureden. Auch gelang es nicht auf lange Zeit. Denn jene trübe Vorstellung war so tief in ihr Gedächtnis eingewachsen, dass sie, wenn ich auch einmal ihre Wurzel ausgerissen zu haben wähnte, auf einmal wieder frische, kräftige Zweige mächtig emportrieb. In Rom war alles Nötige in einem Tage abgetan. Dann ging es ziemlich vergnügt an die Reise. Olivia billigte meinen Wunsch, des Vaters wegen und Weges so wenig als möglich zu verweilen. Daher wurden die schönsten Gegenden nur durchflogen und ihr eigentlicher Genuss einer künftigen, besseren Zeit aufgespart. Ein großer Verdruß, den mein Vater just vor unserer Ankunft mit einem seiner Verwalter gehabt hatte, raubte dem Anblick des Wiedersehens die rechte Innigkeit. Auf mein Bedauern äußerte er sogar in der ersten Hitze: »Und es wäre alles mir erspart worden, wenn du früher darauf gedacht hättest, den bösen Folgen meines unbeweglichen Alters durch eine kräftige Oberaufsicht über dein künftiges Besitztum vorzubeugen. Genau genommen«, fügte er noch rauer hinzu, »bin ich ein Tor, mich über den Betrug meiner Dienstleute zu ärgern. Was ich auf dieser Welt noch brauche, so viel wird mir gewiss bleiben. Und warum für die Güter eines Erben ängstlich sorgen, dessen eigene Schuld es ist, wenn sie zugrunde gehen?« Olivia stand zitternd neben mir. Es musste ihr bei dem hochroten, finstern Gesicht meines Vaters und seinen polternden Worten umso unheimlicher werden, da sie solche bei ihrer gänzlichen Unkunde der deutschen Sprache mit auf sich bezog.
Zwar suchte er sogleich mit Gewalt eine freundlichere Rolle, denn mehr als Rolle kann ich es bei seinem hitzigen Charakter nicht nennen, gegen sie anzunehmen, und entschuldigte die Auffallung mit milden Worten. Allein Olivia faßte den Sinn seiner Rede nicht. Ich mußte den Dolmetscher zwischen ihr und dem Vater abgeben, bis letzterer sich zur französischen Sprache bequemte, die ihm seltsamerweise von jeher so zuwider gewesen war, daß er, bloß um ihr auszuweichen, den Hof seit Jahren vermieden hatte. Durch lange geflissentliche Vernachlässigung derselben obendrein um alle Geläufigkeit darin gekommen, brach er das Gespräch bald möglichst ab und entfernte sich unter ganz nichtigem Vorwande mit ziemlich merkbarer Unzufriedenheit. Olivia konnte sich so nach nicht anders als sehr unbehaglich in ihrer neuen Heimat fühlen. Ich war dazu ein schlechter Tröster, denn der Gedanke ließ nicht von mir, dass diese ersten schlimmen Eindrücke dem ganzen Grunde, auf dem das Bild ihrer Zukunft aufgeführt werden sollte, einen widrigen Ton zu geben drohten. Auch in den folgenden Tagen sprach mein Vater nur dann mit meiner Gattin, wenn er es durchaus nicht umgehen konnte. Ich mußte gemeiniglich, wie beim ersten Eintritt, die Mittelsperson abgeben, ein Umstand, der die allgemeine Unterhaltung überaus spröde und schwerfällig machte. Aus diesem Grund vermied der Vater jetzt Gesellschaft ins Haus zu bitten, und wenn, was ihm sonst immer viel Freude gemacht hatte, der Zufall einen bekannten oder interessanten Fremden zur Tischzeit zu uns führte, so war ihm dies gemeiniglich unangenehm. Die französische Sprache, die dann gewählt werden musste, wollte weder seinem Munde noch seinen Ohren zusagen. Bei alledem war Olivia zu gut in jeder Hinsicht, als dass ihm ihre Person hätte missfallen können. Doch hatte er sich darüber nicht geäußert. Gerade an dieser beruhigenden Äußerung aber war mir gelegen. Daher redete ich ihn eines Abends, wie eben die Erlernung der deutschen Sprache sie auf ihrem Zimmer beschäftigte, deshalb an, machte ihn auf den Eifer, womit sie die Sache betrieb, aufmerksam und fragte endlich geradezu, wie ihm meine Gattin gefalle. »Ich bin vollkommen mit dir zufrieden, mein Sohn«, antwortete er. »Das würde ich dir schon längst erklärt haben, wenn ich nicht, um mich ganz über den Punkt auszusprechen, noch eine dir weniger willkommene Erklärung hinzutun zu müssen geglaubt hätte.« »Mit ihr vollkommen, aber, verzeihe, mit dir und deiner Wahl durchaus nicht. Ich bin gewiss kein Grillenfänger. Habe ich dir zum Beispiel je ein unschönes Wort gesagt, als du in der Welt sorglos herumschwärmtest?« »Nein.« »Was er nicht absichtlich lernen will, dachte ich, wird ihm beiläufig gleichsam in Fleisch und Blut übergehen. Er wird mit dem Gange des allgemeinen Lebens bekannt werden und seine eigene Straße künftig unwillkürlich gut und bequem einrichten. Das hast du aber gar nicht getan. Nur eins, du konntest dir deine Verhältnisse in meinem Hause ungefähr vorstellen. Du konntest wissen, welche schlimme Wirkung es auf deine Gattin und mich hervorbringen müsse, dass das schöne Band gemeinschaftlicher Sprache zwischen uns nicht anfangs vorhanden war. Du übersahst alles um ihrer Reize willen. Es ist nicht das erste Mal, mein Sohn, dass die Reize, selbst der trefflichsten Frau, dem Hause, worein sie wieder natürlich geriet und dir selbst nachteilig geworden sind.« »Wieder natürlich?« rief ich aus. »Dieses Wort sollte hier anwendbar sein?« Mein Vater zuckte die Achseln und ich fuhr etwas hitzig fort. »Weil meiner gewiss in jedem Betracht liebenswürdigen Gattin die Ansprache an sie für die erste Zeit fehlte, eigentlich nur wegen ihrer, doch auch etwas sonderbaren Abneigung vor dem Französischen fehlte, darum kann wohl meine Verbindung mit ihr nicht sogleich wieder natürlich gescholten werden.« »Und doch«, sagte mein Vater, »das Wort ist mir entschlüpft und dein Einwurf zwingt mich tiefer in die Sache zu gehen. Auch ich habe in meiner Jugend Italien und die dortigen Gewohnheiten und Gebräuche kennengelernt. Ich missbillige die wenigsten, da sie meist alle mit Klima und Verfassung zusammenhängen. Aber mein Sohn, wie wenig passt unser auf einen rauen Himmelstrich berechnetes Leben zu ihnen, und muß nicht eine dort Eingeborene hier von dem schlimmen Gefühl, in eine unwirtbare Fremde verstoßen zu sein, ewig verfolgt werden? Ich sehe die Einwendung voraus, die soeben deine Lippen bewegt. Sie hat sich freiwillig dazu entschlossen, meinst du? Vielleicht, sage ich, aus gänzlicher Unbekanntschaft mit unserem Lande oder unter der Voraussetzung, dass dieser Wille stets der ihrige bleiben werde. Oder auch möglich, dass sie gar keinen Gedanken dabei hatte. Im Rausch der Liebe ist dem Weibe wohl der Glaube an dessen Ewigkeit erlaubt. Aber der Mann muss weiter hinausdenken. Wie denn überhaupt der Mann bei jeder guten Liebe die Verbindlichkeit auf sich hat, seiner geliebten Zukunft von allen Seiten zu berücksichtigen und zu sichern? Das hast du nicht getan, mein Sohn.
Gott gebe, dass der schöne Orangenbaum nicht zugrunde gehe, dem du seinen milden Himmel entzogen hast. Es ist nun heraus, was mir lange das Herz beschwerte, und kein Wort weiter über die geschehene Sache. Von jetzt an fühle ich mich dir wieder ganz nahe gerückt. Lass uns das übrige Schweigen ertragen. Liebreiche Augenwinke und eine herzliche Umarmung vertraten meine Entschuldigung den Weg. Auch erkannte ich das Wahre in meines Vaters Äußerungen, das sich in der Folge leider mehr und mehr bestätigte. Olivia konnte sich in der Tat nicht recht eingewöhnen. Ich merkte das, so eifrig sie sich auch bemühte, mich vom Gegenteile zu überreden. Zum Unglück trat gerade ein echt nordischer Winter ein, der Olivias Körper empfindlich angriff. Noch ein besonderes Übel verbannte sie jetzt geradezu aus meines Vaters Gesellschaft. Von Jugend auf bei der Armee war die unsaubere Gewohnheit des Tabakrauchens ihm dermaßen zur anderen Natur geworden, dass er der Pfeife fast den ganzen Tag nicht entraten konnte. Im Sommer, wo die freie Luft einen großen Teil des widerwärtigen Rauches sogleich hinwegnahm, hat Olivia nur selten kleine Übelkeiten bekommen. Allein in den festverwahrten Winterzimmern war ihr dieser verhaßte Dampf so unerträglich, dass sie ihn kaum eine halbe Stunde auszuhalten vermochte, ohne heftig an Krämpfen zu leiden. Das machte meinem Vater wieder einen gewaltigen Strich durch die Rechnung. Er hatte auf die Winterabende am Kamin schon lange gehofft. Meine Reiseabenteuer hatte ich ihm da zum Besten geben sollen. Ohne die Pfeife im Munde konnte er aber auch unmöglich nur Zuhörer sein. Oder sollte ich mich mit ihm zum Feuer setzen und meine Gattin der ganzen Unannehmlichkeit eines ihr so ungewohnten Winterabends in der Einsamkeit preisgeben? So viel verlangte mein Vater nicht. Umso weniger konnte er es auch, da Olivia unter allen Gutsnachbarinnen keine Freundin zu ihrem Umgange gefunden hatte. An die gewohnte Lebensart ihres Vaterlandes gewöhnt, waren ja die mannigfaltigen, steifen Formen der meisten dieser Frauen zuwider, und einige wenige, mit denen sie wohl eher hätte sein mögen, hatten von der fremden Sprache so unvollkommene Kenntnis, dass der Umgang beiden Teilen viel zu schwierig wurde, um ihn sonderlich wünschen zu können. Künftig änderte sich das vielleicht, wenn Olivia mit der deutschen Sprache vertrauter geworden war. Allein bei all ihrem Fleiße hatte die Sache solche Schwierigkeiten, dass sie bisweilen ganz verzweifelt ist, jemals zu einiger Fertigkeit darin zu bringen. Das alles zusammen versetzte mich wohl manchmal in einen Missmut, den zu unterdrücken ich nicht Meister blieb. Ob ich zwar, wenn Olivia darüber jammerte, alles einzig auf das Gefühl ihrer unbehaglichen Situation schob, so glaubte sie doch, wie ich späterhin erfuhr, mein Missmut habe schon viel früher angefangen, und mein Benehmen am Altare wich nicht mehr aus ihren Gedanken. Man erwähnte laut bei der Trauung halt in grauenhaften Schwingungen durch unsere ganze Ehe. Oft fand ich sie beim unerwarteten Eintritt in ihr Zimmer vor dem Gemälde ihrer Mutter liegen, um, wie mir vorkam, der hochverehrten Frau den Schritt zum Altare mit mir abzubitten. Bei alledem konnte ich Olivien keinen Mangel an inniger Liebe vorwerfen und wünschte nur erst den Winter vorbei, um sodann durch Reisen und den Wechsel der Gegenstände eine andere Stimmung und fröhlichere Bilder in ihr aufzuregen. Eine zu frühe Niederkunft entkräftete ihren Körper. Der Umstand, dass sie gerade ein Jahr später an demselben Abend erfolgte, wo ihr bestimmter Bräutigam durch meine Hand gefallen war, gab der Sache ein schauriges Gewicht. Obendrein fanden wir beide in dem totgeborenen Sohne die Züge des getöteten Mannes wieder. Vermutlich nur Täuschung, wie denn ohnehin die Ähnlichkeit zwischen neugeborenen und erwachsenen Personen gemeiniglich nur in der Einbildung beruhen. Aber wie oft ist nicht schon eine trügerische Einbildung weit gefährlicher als selbst die trostloseste Wahrheit geworden? Hier war dies abermals der Fall. Meine Gattin wurde bei der sorgfältigsten Pflege immer schwächer und schwächer, und meine Unruhe über ihren Zustand nahm mit jedem Tage zu. Einmal bei Nacht, wie ich, um einer Schlaflosigkeit, die mich seit einigen Wochen regelmäßig alle Zeit in den ersten Morgenstunden ängstigte, durch langes Wachen, womöglich vorzubeugen, noch über einem Buche gesessen hatte, kam es mir auf einmal vor, als ob auch Olivia, die schon vor einigen Stunden schlafen gegangen war, wieder auf dem Stuhle neben mir säße. So tiefsinnig aber und starr, dass ich erst vor ihr erschrak.
Mein Blick verfolgt das Ziel ihres weit geöffneten Auges, und ich sehe, wie der Boden erst zu wanken und dann ganz zu verschwinden anfängt, und an dessen Statt, dicht vor unseren Füßen, Pignolas blutenden Leichnam aus der Tiefe sich immer weiter heraufhebt. Olivien, den furchtbaren Anblick zu ersparen, will ich sie hinwegreißen, doch ehe mein Arm sie ergreifen kann, wird er von den schrecklichen Augen plötzlich gelähmt, die der Tote jetzt nach mir aufschlägt. Drauf richtet sich dieser wie in dem Traume vor der Trauung empor, fasst meine Gattin und zieht sie, trotz ihrem Widerstreben, zu sich in die Tiefe hinab. Mein Name, der in diesem Momente von Oliviens Stimme im Schlafzimmer ängstlich ausgestoßen wird, verjagt auf einmal das ganze Bild vor meinen Augen. Ich raffe mich in die Höhe und eile an das Bette meiner Frau, die sich krampfhaft an mich anhält und ausruft: »Lass mich wenigstens an deinem Herzen verbluten.« »Verbluten?« erwidere ich durch das Wort grausam in der Freude gestört, die Widerlegung jenes trostlosen Blendwerks in meinen Armen zu halten. »Ja, mein Geliebter«, antwortet sie leise. Darauf erzählt sie mir, dass soeben Pignola auf ihr Bette getreten sei und ihr Herz durchbohrt habe. Dieses wunderliche Zusammentreffen ihrer Vorstellung mit meiner Erscheinung oder meinem Traume, denn in der Tat kann ich es bis diese Stunde nicht entscheiden, ob jenes Schreckensbild mich schlafend oder wachend überraschte, dieses Zusammentreffen brachte mich fast von Sinnen. Ich hatte zu tun, um wenigstens einigen Schein von Fassung zu behalten. Ein bloßer Traum, liebste Seele, tröstete ich. »Doch sagt«, entgegnete sie, »der heftige Schmerz in meinem Herzen, dass es kein leerer Traum gewesen ist.« Wirklich ging ihr Puls in äußerster Unordnung, so dass der Hausarzt herbeigeholt wurde. Sein Trost, dass ein böser Traum gar oft das Blut unregelmäßig bewege und dass seine Medizin die Wallung schon heben werde, war nicht lange haltbar. Denn trotz der eingenommenen Arznei wurde Oliviens Unruhe immer heftiger und ihr Atemholen schwerer. Auch wollte das Traumbild, das sie dahin gebracht hatte, gar nicht aus ihrer Seele weichen. Unter mehreren Umständen, die ihr davon im Gedächtnisse geblieben waren, befremdete mich besonders der eine außerordentlich. Der Griff des Dolches nämlich, mit dem sie sich umgebracht glaubte, war ihrer Aussage nach grün und eine glänzende Schrift darauf befindlich gewesen. Und da ich mich genau erinnerte, niemals ein Wort von dem erwähnten Dolche gegen sie fallen gelassen zu haben, so war mir in der Tat recht schauerlich bei diesem, wie er schien, mehr als zufälligen Zusammentreffen der Dinge zumute. An ihrem Bett versank ich in eine plötzliche Betäubung über ihren und meinen Schmerz. Ein krampfhaftes Anfassen von ihrer Hand brachte mich zu mir selbst. Das schrecklichste Erwachen, weil seinem ersten Blicke der Tod der Geliebten begegnete. Mein Vater war fast so erschüttert von dem Fall als ich. Er maß seinem Betragen einigen Anteil daran bei. »Dass der Mensch doch«, sagte er, »auch in den wichtigsten Momenten seiner inneren Bewegung nicht Meister wird. Wer weiß, ob die Treffliche schon jetzt geopfert wäre, wenn ich nicht die Stunde ihrer Ankunft sogleich durch unselige Aufwallungen vergiftet oder auch nur späterhin mich weniger ihrem Umgang entzogen hätte.« Er ging so weit in seinen Vorwürfen, dass ich, der Zertrümmerte, ihn zu beruhigen suchte. Aber selbst der Umstand, dass bei der Untersuchung ihres Körpers ein Polyp im Herzen als die Todesursache gefunden wurde, selbst dieser Umstand vermochte nichts über ihn. »Weißt du denn«, fragte er bitter, »wenn und woher die Entstehung dieses Gewächses gekommen? Erkundige dich bei deinen weißen Ärzten, und jeder wird vielleicht eine andere, wahrscheinliche oder unwahrscheinliche Hypothese dafür bei der Hand haben.« Meine Antwort konnte nicht viel mehr als ein Achselzucken sein. Leider fiel am Ende auf mich die meiste Schuld. Der Vater überlebte Olivien kaum einen Monat. Einen Monat, dessen Pein und Schrecknisse ich unberührt lasse. Noch in seinen letzten Minuten musste ich ihm meine Wiedervermählung mit einer deutschen Frau zusagen. Er schien sich näher erklären zu wollen, als das Leben ihm von der Lippe floss. Kaum standen die ehrwürdigen Reste meines Vaters in dem Kirchgewölbe neben dem Opfer meiner Liebe, so trieb mich die heftigste Unruhe aus dem Kreise meiner letzten und unglücklichen Wirkungen. Jeder Schritt in jener Gegend führte ja über den Leichnam einer untergegangenen Seligkeit. Die Erinnerungen waren noch zu frisch, um nicht tödlich zu werden und mich so nach von dem Gelübde abzuhalten, das ich meinem Vater getan, mit dem blutendsten Herzen aber doch getan hatte.
Diese entfernte Residenz war mein erster Gedanke. Um unbekannt zu bleiben, reiste ich unter dem Namen eines meiner Güter, schickte auf der hiesigen Grenze alle meine Leute zurück und vermied die Menschen so viel als möglich. Aber weder die Entfernung von der Heimat noch mein seltsames Leben konnte mich vor der Vergangenheit in Schutz nehmen, die wie mein böser Genius mir überall auf der Ferse stand. In diese Zeit fiel die Geschichte, die mich zum Gegenstande der allgemeinen Neugier machte. Ein Fremder, jung und schön von Ansehen, doch Sie kennen ihn ja, der meinen Namen aufgespürt hatte, reißt einmal hastig mein Zimmer auf und sagt auf Italienisch, »Sie haben ein Messer in Rom zurückgelassen. Ich bringe es Ihnen hier nach.« Zugleich zog er wirklich den bekannten Dolch mit grünem Griffe hervor. »Ah, Bösewicht«, rief er, als der Schauer, der mir bis ins Mark drang, seinem blitzenden Auge nicht entging. Mein Argwohn bestätigte sich. Noch bei so viel Bewusstsein, um einzugestehen, in welch abscheuliches Labyrinth mich das Geständnis einem rachsüchtigen Ankläger gegenüber zu einer Zeit verwickeln könnte, wo Olivia, die einzige Mitwisserin von jenem unglücklichen Vorfalle, nicht mehr am Leben war, stellte ich mich völlig fremd. Hierauf sagte der erhitzte junge Mann, »Gut, ich will es aufgeben, dem Schneckengange der hiesigen Justiz die Sache anzuvertrauen. Ihre 1000 Schlupfwinkel würden meine gerechte Strafe nur verspäten. Aber ich erkläre, dass ich Sie für einen Bösewicht halte. Sie werden wissen, was die Gesetze der Ehre in Ihrem Lande auf eine solche Erklärung heischen.« Nach dieser Rede konnte ich einem Zweikampfe umso weniger ausweichen, da mein Gegner alle Erläuterungen über Pignolas Tod geradezu von der Hand wies. Mir war es willkommen, weil mich nichts von dem getanen, lästigen Gelübde rechtmäßig entbinden konnte, sein unfreiwilliger Tod. »Mit Kugeln?« fragte mein Bedienter, der die Pistolen laden sollte. Diese alberne Frage brachte mich erst auf die Idee, das Leben des jungen Mannes in keinem Fall zu gefährden. Es kam zum Duell. Mein blinder Schuss hatte natürlich keine Wirkung. Wie der Gegner mich verwundete, wissen Sie. Jetzt hält sich mein wackerer Bedienter, der uns heimlich nachgeritten ist, nicht länger. Von dem Unglücke seines Herrn empört, bestürmt er während meiner Ohnmacht den Mann, der im Begriff steht, seine Sicherheit in der Flucht zu suchen. Die Aussage des Bedienten, dass mein Pistol ohne Kugel gewesen, erschüttert den Gegner. Er selbst untersucht mein zweites Pistol und auch diesem fehlt die scharfe Ladung. Ich fange an, mich zu regen. Der, der vor kurzem noch mein unversöhnlichster Feind war, stürzt zu mir nieder, voll Verzweiflung über meinen Zustand. Ich reiche ihm die Hand, bittend, dass er sich schleunigst entfernen möge. Standhafte Weigerung von seiner Seite. Er ist ein junger Pignola. Nach dem Verbande eröffne ich ihm die Umstände von seines Oheims Tode, den zu rächen er hergeeilt ist, in wenig Worten. Er gerät in Verzweiflung, mich nicht früher darum befragt oder auch nur angehört zu haben. Sein Vorsatz, bis zur entscheidenden Stunde bei mir zu bleiben, ist unerschütterlich. Das Übrige wird Ihnen bekannt sein. Wie gern hätte ich den neuen, wahren Freund nach Russland begleitet, wohin seine Angelegenheiten ihn riefen. Allein der Glaube, mich dadurch von meiner Bestimmung zu entfernen, ein Glaube, dessen Ursprung ich selbst durchaus nicht auffinden kann, hielt mich zurück. Vielleicht ruht dieses dunkle Gefühl zunächst auf dem Wunsch meines verstorbenen Vaters, dass ich unsere Güter immer im Auge behalten möchte. Auch denke ich in der Tat dem Widerwillen, der mich aus der eigentlichen Heimat trieb, meine Pflicht gebietend entgegenzusetzen und die Ruhestätte zweier geliebter Entschlafenen in der nächsten Woche aufzusuchen. Die Geschichte war von dem älteren Teile der Gesellschaft mit Interesse angehört worden. Unter den Jüngern hatte Sophie, die anfangs einigen Unwillen nicht verbergen konnte, gar bald sichtbar großen Teil daran genommen. Obschon der Erzähler Juliens Familiennamen nicht genannt hatte, so schien Sophie sie doch zu kennen und von ihren Verhältnissen mit Guido unterrichtet zu sein. Auch sah es nach dem Schluss der Geschichte gerade so aus, als hätte sie ein Wort an ihn auf dem Herzen. Allein die Tochter vom Hause, der Nutzanwendung Feind, welche der Vater sehr zu Unzeit förmlich aus der Geschichte zu ziehen suchte, nahm sie mit sich aus dem Zimmer. Guido trat am anderen Morgen mit auffallender Unruhe in die Wohnung seiner Freunde, wo er ebenfalls eine sehr widersprechende Stimmung fand. Duncan und Sophien hörte man im Nebenzimmer laut weinen. Die anwesende Mutter hatte rote Augen, und der Vater feierte, wie es schien, in schlimmem Auf- und Abgehen einen großen Triumph. Die Sache enträtselte sich bald.
Vor einer halben Stunde war die Nachricht gekommen, dass der bewusste Offizier seinen Tod in der Schlacht gefunden hatte. Die Tränen der Dame vom Hause flossen bei der Erzählung von neuem. »Gnädige Frau«, sagte Guido, »fassen Sie sich. Denken Sie an meine Geschichte und deren inneren Zusammenhang. Denken Sie sich das Glück Ihrer Familie von dem Unglück der Kugel, die den Offizier tötete, als unzertrennlich. Diese Kugel gehörte vielleicht dazu, Ihre Ruhe so bald wiederherzustellen.« Der Hausherr fasste dankbar seine Hand und Guido fuhr fort. »Lassen wir indessen die blutige Wirklichkeit. Ein Traum besserer Art mag sie für die nächsten Momente verdrängen. Ein Traum, der die seltsamsten Gefühle in mir erregt und mich ebenso früh schon in ihr Haus geführt hat. Sie sind gestern aufmerksame Zuhörer meiner Begebenheiten gewesen, und der Traum ist so natürlich an jene angewachsen, dass seine Mitteilung mir Bedürfnis wird. Bei manchem leicht Erklärlichen, das er hat, ist ihm auch zugleich recht viel Sonderbares eigen. Dass unter anderem Julie eine Hauptheldin desselben war, darf man der gestrigen lebhaften Erinnerungen an sie beimessen. Und dass Julie in diesem Hause, in dem ich jetzt meine meiste Zeit zubringe, sich wiederfand, das wird durch das Wesen der Träume im Allgemeinen erklärt, welche Zeit und Ort nur gar zu gern zu verwirren pflegen. Das Ganze aber hatte in der Tat den Anstrich von höherer Bedeutung, und ich weinte beim Erwachen wie ein Kind, dass die beruhigenden Umgebungen des Traumes mir wieder entrissen waren. Noch zur Sache. Mir träumte, in diesem Zimmer mit Ihnen am Tische zu sitzen. Wir und Fräulein Blanka waren ganz allein. Auf einmal sehe ich auch die verstorbene Gattin am Arme meines Vaters mir gegenüberstehen. Er liebkosete ihr so, als ob er alles im Leben vielleicht vernachlässigte wieder gut machen wolle. Mich sahen beide mit den zärtlichsten Blicken an und zeigten dann auf die Türe. Sie öffnet sich und Julie tritt an Sophiens Arm herein. Meine Freude übersteigt alle Beschreibung. Darauf blicke ich wieder nach der Gegend, wo die Entschlafenen standen. Sie sind verschwunden. Alles aus dem Zimmer, außer Julien, mit der ich die Ringe wechsle. Nun erwachte ich, und es war heller Morgen. Der Traum gab Stoff zu einer Unterhaltung über Träume, die sich bis gegen Mittag verlängerte. Guido blieb zur Tafel, an der, sonderbar genug, die gewöhnliche Tischgenossin Sophie heute wirklich fehlte, ungeachtet sie nichts hatte absagen lassen. Die Dame vom Hause setzte Guido absichtlich gerade so, wie er im Traume gesessen hatte, und er blickte unwillkürlich von Zeit zu Zeit nach dem Erscheinen seiner Verstorbenen, das einem Mal ganz plötzlich und wie von einer Stimme in seinem Inneren aufgerufen. Da öffnet sich in der Tat die Türe und Julie trat an Sophiens Arme herein. Die ganz unvorbereitete Ankunft der gräflichen Familie hatte Sophien bis dahin zurückgehalten. Juliens und Guidos Erstaunen gingen sogleich in Entzücken über. Die anderen nahmen herzlichen Anteil. Jetzt fand Guido sogar einen geheimen Zusammenhang mit seiner Neigung, in dieser Residenz zu verweilen. Auch seine besondere Vorliebe für Sophien, über die er selbst nicht hatte ins Klare kommen können, enträtselte sich nun. Sophie hatte vor Juliens Reise nach Italien tagtäglich mit der Letzteren gelebt, auch in ihrem Umgange, wie das nicht selten zu geschehen pflegt, gab viele Eigenheiten in der Art, sich auszudrücken, im Gange, im Anzuge, ohne daran zu denken, von der geliebten Freundin entlehnt, und diese Eigenheiten waren es, von denen Guido an sie gefesselt wurde. Übrigens hatte Sophie die ganze Geschichte von Juliens Liebe in eine Menge vertrauter Briefe in Händen, war aber erst gestern bei der Erzählung darauf gefallen, dass der sogenannte Herr von Eibengrün der Gegenstand der Sehnsucht ihrer innig geliebten Julie sein könne. Der Schluss ist zu erraten. Vorläufig war das erfreute Paar schon durch den Traum verlobt. Der Segen der Eltern und des Priesters folgte in Kurzem. Guido ging der Bestimmung nach, die ihm sein Vater vorgezeichnet hatte, und wenn dieser und Olivia auch nicht wirklich erschienen, so war es dem jungen Manne doch oft neben seiner glücklichen Gemahlin, als ob heilige Gefühle aus einer würdigeren Welt die segnende Nähe der Abgeschiedenen verkündigten. Ich